sehr freundliche Begrüßung auch an Sie. Ein herzliches Willkommen und guten Abend hier im wunderschönen Künstlerhaus hier in München. Mein Name ist Gabriele Neff. Ich bin 57 Jahre und bin Verwaltungswirtin von der Ausbildung her. Ich habe mittlerweile eine kleine Firma. Ich heiße Agentur und Events. Bin seit 2002 im Münchner Stadtrat. Ja, besetze die Themen Arbeit und Wirtschaft, Kommunal, also Kommunalausschuss, Bildungsausschuss, bin gleichzeitig Co-Referentin des Referats für Bildung und Sport. Also das ist so der Aufpasser für den Bildungsminister von München. Ja, so viel für den Anfang, gibt eine ganze Menge zu erzählen. Ich war in München Kreisvorsitzende des Kreisverbandes München-Ost, war Stadtvorsitzende hier in München, Mitglied des Landesvorstands, des Bezirksvorstands, habe also auch alle Ebenen durchlaufen. Bin seit über 20 Jahren aktiv in der FDP, macht mir immer noch sehr viel Freude und ich freue mich heute auf eine sehr spannende Diskussion. Wir werden erst hier ein bisschen zusammen diskutieren und geben dann ins Publikum, wie Alexander Ripper das schon gesagt hat. Und ich glaube, dass wir sehr nett zueinander sind, dass wir auch deutliche Fragen stellen können, und aber auch sehr charmant, das liegt ja in der Natur der Frau, sehr charmant auf viele Dinge antworten können. Zu meiner Rechten Nicole Bauer, zu meiner Linken Britta Dassler. Alexander hat ganz kurz schon mal vorgeführt oder eingeführt, und ich möchte euch beide jetzt bitten, euch mal ganz kurz vorzustellen, dass die Leute wissen, mit wem sie es hier zu tun haben. Möchtest du anfangen, Nicole? Gerne. Also erstmal guten Abend zusammen. Mein Name ist Nicole Bauer, ich bin 28 Jahre alt, komme aus Niederbayern, aus dem Landkreis Landshut. Beruflich bin ich Diplom-Wirtschaftsingenieurin mit Schwerpunkt Elektronik, Systeme und Technologien und arbeite nunmehr seit 6 Jahren in der Automobilindustrie bei einem der Automobilhersteller hier im schönen München. Meine Freizeit verbringe ich wahnsinnig gern ehrenamtlich in zahlreichen Vereinen bei mir im Heimatort, aber auch in Niederbayern. Den Ausgleich zu den ganzen Tätigkeiten finde ich im Sport. Ich mache leidenschaftlich gern Sport, aber noch viel, viel lieber als den Sport mache ich Politik, denn das ist wirklich eine Herzensangelegenheit für mich. Vielen Dank. Britta. Ja. Auch von meiner Seite guten Abend. Mein Name ist Britta Dassler, bin 50 Jahre alt, seit 23 Jahren verheiratet, Mutter, stolze Mutter von zwei Jungs. Den Maximilian habe ich heute mitgebracht, Student hier an der LMU in München, fast 21 Jahre alt. Und mein jüngerer Sohn besucht noch das Gymnasium im schönen Herzogenaurach. Geboren bin ich in Nordrhein-Westfalen, in Jülich, habe da auch Abitur gemacht, habe dann da Banklehre gemacht, dann habe ich den Sparkassenbetriebswirt absolviert. Bin dann gewechselt zum Rheinischen Sparkassen- und Giroverband, habe dann nach 2 Jahren mein Verbandsprüferexamen abgelegt, habe dann die Sparkassen im ganzen Rheinland geprüft, Kreditprüfung, Depotprüfung, Wertpapierprüfung, bin dann der Liebe wegen vor 21 Jahren, da waren wir aber schon 2 Jahre verheiratet, in das schöne Mittelfranken gezogen, ich sage immer Herzogenaurach, mittelfränkische Kleinstadt mit Charme und enormer Wirtschaftskraft. Konnte dann eben nicht mehr in meinem Beruf arbeiten, weil beim Bayerischen Sparkassen- und Giroverband hätte ich beginnen können. Aber die haben immer Übernachtungsrevisionen und es geht mit Kind gar nicht. Habe dann erst in der Firma DBI gearbeitet, Finanzen und Marketing. Habe dann viel Consulting gemacht, auch im Frankfurter Raum bei großen Banken. Habe vor 11 Jahren dann eine Industrieagentur gegründet, Arte di Vivere, wo ich große Firmen beliefere. Und bin noch geschäftsführende Gesellschafterin einer Galerie, Galerie Treppenhaus in Erlangen. Politik mache ich seit 2007, macht mir ebenso viel Spaß wie Ihnen. Bin seit 2008 im Stadtrat von Herzogenaurach, da gab es vorher keine FDP. Bin zeitgleich dann auch gewählt worden in den Kreistag des Landkreises Erlangen-Höchstadt. Dann auch wiedergewählt worden jetzt bei der letzten Kommunalwahl. Macht mir alles sehr viel Spaß. Schwerpunkt für mich ist da, weil es mein Fachgebiet ist, eben Finanzen und Wirtschaft. Hobbys, ich sportel sehr viel. Ich beschäftige mich viel mit Kunst. Ausgleich finde ich in meiner Familie. Ehrenamt mache ich auch einiges, weil es einfach wichtig ist, das Ehrenamt. Also den Sonntagclub zum Beispiel habe ich gegründet in Herzogenaurach vor 11 Jahren.
und Hospizverein war ich Mitgründungsmitglied. Aber wie gesagt, Politik ist wichtig und deswegen freue ich mich, dass ich heute Abend hier sein darf, weil gerade Frauen auch in die Politik gehören, weil Frauen anders denken als Männer. Und eine Frau gibt immer eine gute Ergänzung zu dem, was ein Mann vielleicht denkt. Und nochmal danke für die Einladung. Ja, erstmal danke euch beiden für die etwas private Vorstellung jetzt erstmal. Kommen wir vielleicht zum nächsten Punkt. Ihr seid beide Mitglied der FDP. Ich hätte gerne gewusst, wann seid ihr eingetreten und warum seid ihr eingetreten und warum FDP? Wer möchte anfangen? Also ich bin 2007 im Mai in die FDP eingetreten, in Herzogenaurach, beziehungsweise da gab es eine FDP mit 4 Mitgliedern. Und in die FDP, weil ich mich in Herzogenaurach über Sachen, die da von Seiten der CSU gelaufen sind, sehr geärgert habe. Und ich habe immer, auch in Nordrhein-Westfalen schon, konservativ oder liberal gewählt, entweder CDU oder FDP, meist FDP. Und in Herzogenaurach war 36 Jahre lang die CSU am Ruder. Und da sind Sachen gelaufen, das ging gar nicht. Und für mich ging auch die CSU gar nicht. Und insofern kam für mich nur die FDP in Frage. Und eben auch aus dem Grund, weil so lebe ich und so erziehe ich meine Kinder. Liberalismus ist für mich die Grundvoraussetzung. Und ich möchte selbstbestimmt leben und auch so nach dem Motto, der Staat sollte für den Bürger da sein, nicht der Bürger für den Staat. Und das waren für mich einfach die Punkte, warum für mich nur eine FDP in Frage kam. Auch aufgrund der Wirtschaftspolitik, die die FDP immer verfolgt hat, aber einfach auch nur, weil man die Grundsätze des Selbstbestimmtseins, die finde ich nur in der FDP wieder. Vielen Dank. Nicole? Also ich bin seit 2009 in der FDP, also sprich auch 6 Jahre. Bereits als Jugendliche habe ich viel über politische Themen gerne mit Freunden diskutiert. Freunde von mir haben auch die Julis in Landshut gegründet. Die sind dann aber abgewandert in die Schweiz vom Studium her. Und somit sah ich nach dem Studium für mich die Aufgabe, das Angefangenen von ihnen, also die Julis, weiterzumachen, aber auch in die FDP einzutreten. Und warum genau? Weil ich Verantwortung übernehmen möchte und weil ich mich engagieren möchte. Ich möchte die Politik mitgestalten und Teil der Politik sein. Warum FDP? Leistung steht für mich im Vordergrund. Ich bin ein leistungsorientierter Mensch. Ich möchte auch, dass ich meine Freiheit, meine persönliche Freiheit genießen kann, die ja derzeit immer stärker vom Staat wieder eingeschränkt wird. Stattdessen, finde ich, ist es Zeit, dass die FDP die Freiheit verteidigt und weiter nach vorne schreitet mit dem, dass man die Freiheit erweitert statt einschränkt. Ein weiterer, sehr, sehr wichtiger Grund war für mich auch, dass ich mein künftiges Leben und vor allem das Leben der künftigen Generation ohne die Bevormundung des Staates absolvieren möchte. Der Staat sollte nicht mein Leben bestimmen, sondern ich sollte selbst Herr meines Lebens sein, Entscheidungen treffen, die Leistung erbringen und eigenverantwortlich handeln. Genau das sind die Punkte, warum ich zu den Freien Demokraten gegangen bin. Ja, das waren jetzt schon gleich zwei wunderbare politische Statements. Bei mir war das etwas platter, warum ich eingetreten bin in die FDP. Und zwar 1994. Die FDP war gerade aus dem Bayerischen Landtag gefallen. Und ich habe gesagt, also ein Land ohne die Freien Demokraten kann ich mir nicht vorstellen. Gleichzeitig war ich lange Jahre Vorsitzende des Elternbeirats in der Grundschule meiner Tochter und war dann im Elternbeirat im Gymnasium. Und da gab es natürlich verschiedene Dinge, die mich natürlich in der Bildungspolitik geärgert haben. Und dann habe ich gesagt, also wenn ich meckere, das alleine hilft nichts, ja, und da muss ich auch mich in irgendeiner Form einmischen. Das geht so im Elternbeirat immer einen Schritt vor und zwei zurück. Und dann habe ich gesagt, für mein Kind wird es nicht mehr irgendwie was helfen, aber für nachfolgende Generationen. Und darum bin ich eingetreten und dann ging das also relativ schnell. Also bei mir war es die Bildungspolitik ganz arg, die mich da geprägt hat und ich wollte einfach was bewegen. So. Und das ist so der klassische Lauf, der damals so vor 20, 25 Jahren so üblich war, wie Frauen damals in die Politik kamen. So aus dem Feld der Elternarbeit. So ganz klassisch. Jetzt haben wir ja vorher gehört, es gibt wenig Frauen in der Politik. Was glaubt ihr denn, ist der Grund
warum so wenig Frauen da sind. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Frauen, die Frauen, die ich kenne, und haben alle ein politisches Verständnis und denken politisch. Und trotzdem gibt es doch wenige, die diesen Schritt wagen, die sich engagieren, die eine Führungsposition in der Partei übernehmen, die sich wählen lassen in Gemeinderäte, Stadträte. Warum machen es so wenig, Nicole? Also ich würde sagen, das ist nicht nur ein Teil oder Aufgabe der Politik, sondern ich sehe das genauso auch im Unternehmen, gerade die Führungsaufgabe. Es ist schwierig als Frau, gerade vor allem dahingehend in der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und genau da sehe ich auch den Punkt der Politik. Hier sollte die Politik viel mehr Aktionen treiben, dass die Vereinbarkeit von Familie und Beruf hergestellt wird. Und nicht nur für Frauen. Nein, nein, ganz im Gegenteil, für beide Geschlechter. Es sollte ermöglicht werden, dass der Mann genau auch wie die Frau Familie und Beruf vereinen kann. Denn dann, denke ich, sieht man auf der einen Seite in der Politik, also Politik ist ja meist neben dem Beruf noch ein wichtiges Element, mehr Frauen, wie wir derzeit sehen. Und ich finde, es ist auch, glaube ich, ein Punkt des Generationenwandels. Denn auch da sollte man frühzeitig anfangen, dass man junge Menschen in die Politik holt, aber auch in die Unternehmen holt, frühzeitig die Leute einführt, frühzeitig Verantwortung übergibt und die auch begleitet, dass nachhaltiger Erfolg und langfristiger Erfolg politisch gesehen für die Partei, aber auch für das Unternehmen gegeben ist und auch sichergestellt werden kann. Also ich denke, wie die Frau Bauer gerade schon gesagt hat, wir haben da so einen Generationenwechsel jetzt. Also so zu meiner Zeit, als ich jetzt schwanger war, war ich auch ausgebremst, weil für mich war einfach klar, wenn ich Kinder habe, dann bin ich für meine Kinder da. Insofern war das das Problem, das unsere Generation hatte. Jetzt muss ich sagen, auch gerade wenn ich so auf Herzogenaurach schaue, wir haben zum Beispiel jetzt, was die Kitastellen angeht und die Hortplätze, haben wir das jetzt schon übererfüllt und bieten jetzt für jedes Kind, bieten wir einen Kitaplatz, für jedes Kind einen Kindergartenplatz und jetzt können die Frauen wirklich auch die Vereinbarkeit von Beruf und eben von, ich sag mal, Familie und aber auch von Ehrenamt, sprich Politik ausfüllen. Und wie gesagt, für mich war halt ganz wichtig, also ich habe auch das durchlaufen, Elternbeiratsvorsitzende im Kindergarten, Elternbeirat im Gymnasium und ich habe mich immer eingebracht, weil für mich war ganz wichtig, wenn irgendwas im Laufen ist, dann muss auch jemand da sein, der ein bisschen mitbestimmt und wie Sie eben gesagt haben, also nicht nur meckern, sondern auch den Mund aufmachen und selber was versuchen zu bewegen. Und deswegen finde ich, Frauen gehören in die Politik und Gott sei Dank ist ja dieser Schritt dahin, von vor 20 Jahren, der kommt ja schon immer mehr. Wenn man jetzt sieht, in Herzogenaurach haben wir die Julis, auf Kreisebene haben wir die Julis, da haben wir tolle Frauen. Und die jetzt auch wissen, okay, wir können Karriere im Beruf machen, trotzdem Kinder bekommen und können beides miteinander vereinbaren und dann noch versuchen, durch eben das sich Einbringen in die Politik, die Rahmenbedingungen zu verändern für die Familie, für die Bildung und auch für die Wirtschaft. Ja, kann ich recht geben? Bei mir war das ja natürlich auch so. Meine Tochter ist mittlerweile 32. In den Stadtrat kam ich, da war sie 19. Aber das erste Mal kandidiert habe ich dann tatsächlich auch erst, als sie 14 war, wo ich einfach mal probiert habe zu kandidieren, wie der Wahlkampf überhaupt ausschaut. Und es ist natürlich Politik jetzt und auch als Führungskraft in einem Unternehmen oder wenn man selber Unternehmen ist, natürlich schon schwierig, das miteinander zu verbinden. Weil wenn ich mich anschaue, ich bin im Prinzip, seitdem ich den Job mache, keinen Abend mehr zu Hause. Aber ich habe oft den Eindruck, dass es auch noch andere Gründe sind, die Frauen davon abhalten, in die Politik zu gehen. Also jetzt sage ich mal, was ich so alles höre. Frauen sind zu ehrgeizig, Frauen sind stutenbissig. Das kommt so von den Männern so, ja, warum dann so jetzt nicht so unbedingt positiv gesehen wird, wenn Frauen irgendwo kandidieren oder irgendein Mandat anstreben. Und Frauen sagen oftmals, also das ist oftmals so ein Kindergarten, anstatt da keep straight on zu gehen bei irgendwelchen Problemen und das anzupacken und zu lösen, wird da stundenlang diskutiert und die Männer gockeln sich alle auf. Und das ist mir eigentlich zu blöd. Ich war im Jahr 2003 bei einer Diskussion
im Fernsehen, im DWC Business Club bei München TV. Und da war ich zusammen mit Arabella Kiesbauer, der Geschäftsführerin Ebel Deutschland und der ersten Frau, die den Mount Everest bestiegen hat. Und das Thema der Sendung war, ist die Zukunft weiblich? Und der Moderator wollte uns dann erklären, dass so viele Frauen jetzt so aktiv sind, also in Führungspositionen kommen, in die Politik gehen und dass die Männer schon langsam Angst bekommen würden und sie eine Quote doch vielleicht für Männer anstreben sollten, weil die Frauen sie einfach, die Männer, überrennen. Ich sehe das ja nicht so, dass die Frauen so in der Übermacht sind. Ich sehe vielmehr, dass wenig Frauen da sind. Und da stellt sich dann die Frage, wenn mir ein Mann schon kommt mit der Quote für Männer, wie sieht es denn mit der Quote für Frauen aus? Also ich persönlich bin absolut gegen eine Frauenquote, weil ich habe die Erfahrung gemacht, wenn eine Frau Erfolg haben will und nach oben kommen will, muss sie besser sein als jeder andere Mann. Und wenn eine Entscheidung anstand zur Beförderung und man hatte eine gleich gute Frau und Mann gleich gut, dann wird der Mann vorgezogen. Also muss die Frau besser sein. Frauen, die dann wirklich richtig gut sind und die den Weg gehen und dann in einer Position sind, wo sie wirklich Verantwortung übernehmen, wo sie Unternehmen leiten und wo sie in Aufsichtsräten sitzen. So. Und dann kommt die Frauenquote. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, dann tun mir die Frauen leid, die den Weg bisher dahin aufgrund eigenes Könnens geschafft haben. Die werden nämlich dann als Quotenfrau abgestempelt. Und ich finde, wenn man gut ist, macht man seinen Weg, egal ob man Mann oder Frau ist, und da braucht man keine Quote. Das ist meine Meinung. Im Deutschen Bundestag heißen die Frauen der anderen Parteien Quotilde. Ich möchte nicht so genannt werden. Nicole? Also ich sehe das ähnlich. Ich finde jegliche Quote, egal ob für Mann oder Frau, einfach schlichtweg unliberal. Das hat eigentlich nichts zu suchen in der Wirtschaft. Wenn sich der Staat eine Quote einfallen lassen würde, dann könnte er anfangen, die in der Universität und in der Behörde einzuführen. Aber die Wirtschaft an sich ist definitiv kein öffentliches Organ und somit hat dort eine Quote überhaupt nichts zu suchen. Der Unternehmer an sich, egal ob privat geführt, familiär geführt oder Aktien geführt, kann selbst entscheiden, wo er eine Frau einsetzen möchte oder wo er einen Mann einsetzen möchte. Und in erster Linie sollte bei einer Beförderung die Qualifikation und die Leistung im Vordergrund stehen. Und genau deshalb finde ich es gut, dass die FDP weiterhin dafür eintritt, gegen Quoten, für Leistungsorientierung, für eine leistungsbewusste Gesellschaft. Denn auch erfolgreiche Frauen wollen nur erfolgreich sein, wenn ihre Leistung im Vordergrund steht. Keine, und ich merke das jetzt im Unternehmen, es geht jetzt schon los, dass die ersten Einstellungen, man grundsätzlich nur noch weibliche Bewerberinnen vorgeschoben bekommt. Angeblich hätte der Mann derzeit am Markt, wäre kein Mann verfügbar als Ingenieur. Ich wundere mich ein bisschen über die Thematik, aber es beginnt selbst schon bei der Einstellung und es streckt sich dann durch jegliche Ebenen und das sollte definitiv nicht der Fall sein. Und schon gleich dreimal nicht in der Wirtschaft oder in der Politik. Ja, vielen Dank, da sind wir einer Meinung. Ich habe auch immer gesagt, ich will nicht gewählt werden, weil ich eine Frau bin, sondern weil ich einfach gut bin oder weil ich überzeugen kann mit meinen Positionen. Aber trotzdem reite ich jetzt auf dem Thema noch ein bisschen rum. Ich war also im Jahr 2002 Listenführerin für die Kommunalwahl hier in München und war auch OB-Kandidatin. Dass ich OB werde, das war von vornherein klar, dass das etwas überschaubar ist, die Möglichkeit. Aber wir haben eine Liste aufgestellt, wo auf Listenplatz 1, 2 und 3 Frauen waren. Wir haben jeweils gegen einen Mann kandidiert und haben unsere Position verteidigt. Wir sind alle drei gewählt worden. Und gleichzeitig ist von Listenplatz 10 eine Frau bis auf Listenplatz 4 gewählt worden. Ich hatte damals die Devise ausgegeben, es waren vorher zwei Stadträtinnen in München für die FDP im Rathaus vertreten und ich hatte gesagt, ich möchte Fraktionsstatus erreichen 5. Ist mir nicht ganz geglückt, aber ich habe ein Mandat dazu gewonnen. Als Listenführerin schreibt man sich das auch selber immer ein bisschen mit zu, weil man das Ganze leitet. Da kam dann der Chefredakteur von München TV auf mich zu für ein Interview und sagte dann zu mir, ja Frau Neff,
Ihr Ziel haben Sie ja nicht erreicht. Sie sind ja nur zu dritt. Liegt es daran, dass Sie nur Frauen sind? Habe ich gesagt. Habe ich gesagt, da muss ich Ihnen entgegenhalten. Der Wähler hat anscheinend doch sehr klug entschieden, weil wenn er nämlich dann vom Listenplatz 10, wo von Listenplatz 4 bis 9 nur Männer waren, von Listenplatz 10 auf 4, Gott sei Dank aufgrund unseres Wahlsystems, wieder eine Frau wählt, habe ich gesagt, kann ich Ihnen nicht folgen. Das wird einem ja dann oftmals so angelastet, ja, dass Frauen, dass es daran liegt, dass das Ergebnis schwach ist. Er sagte dann auch noch zu mir, ja, eigentlich brauchen Sie sich ja nirgendwo mehr blicken lassen, weil Sie Ergebnisse nicht erzielt haben. Das sind so Sachen, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Und trotzdem habe ich den Mut nie verloren und für mich war die Kommunalpolitik ganz wichtig. Ich bekam damals auch oftmals zu hören, und das weiß ich nicht, ob das jetzt immer noch so ist, ich habe das abgeschüttelt, aber damals kam so immer so, dass wenn es um Mandate ging, um die Listenaufstellung, dann sagten, naja, für den Stadtrat könnt ihr schon kandidieren, ihr Frauen, das ist sowas für Zahnarztehefrauen, und, aber die große Politik, die machen natürlich die Männer. Also Landtag und vor allen Dingen Bundestag. Seid ihr noch konfrontiert in der jetzigen Zeit mit solchen Aussagen? Also ich kann nur für meine Person jetzt sagen, damit bin ich überhaupt nicht konfrontiert. Wie gesagt, eine FDP gab es in Herzogenaurach nicht. Ich habe damals als Bürgermeisterkandidatin kandidiert für eine FDP, die bis dato ja nirgendwo vertreten war. Einfach um auch auf den Podiumsdiskussionen dabei zu sein mit den anderen Bürgermeisterkandidaten, um mehr Aufmerksamkeit eben für unsere FDP zu bekommen. Und wie gesagt, die Probleme habe ich gar nicht. Und in Herzogenaurach, wie gesagt, wenn wir eine Stadtratsliste aufstellen, ich weiß jetzt nicht, ob wir jetzt genauso viele Damen wie Herren auf der Liste haben, aber wir haben gute Herren und gute Damen. Und wenn jemand gut ist, wird er gewählt. Und wenn eine Frau auf 30 steht und wird vorgewählt, weil sie gut ist, ist das prima. Und wenn ein Mann auf 30 steht und vorgewählt wird, weil er gut ist, ist das genauso gut. Weil meiner Meinung nach sollen die Besten in die Gremien, und das kann ein Mann sein, kann auch eine Frau sein. Und es ist das Schöne ja auch, dass die Partei einfach über diese ganzen Delegiertenverfahren ja die Wahl der Wahl hat, sich die besten Leute daraus zu suchen. Aber dieses Problem, was Sie jetzt angesprochen haben, bin ich noch nie mit konfrontiert worden. Also mir geht es ähnlich, konfrontiert direkt nicht. Also aus den Erzählungen von früher, von älteren Generationen, hört man das immer wieder, Mensch, Kind, pass auf. Früher hat man die Frauen eher klein gehalten, früher wurden die Frauen nicht so entsprechend auch vorgelassen. Ich denke, das hat sich ein bisschen gewandelt, das ist auch wieder ein Thema der Generationen. Die Frauen nehmen sich auch bewusst mehr ihr Recht und das, was ihnen ja auch zusteht, was es ja auch legitim ist, rauszugehen und zu sagen, Mensch, ich hätte auch ein Anliegen, warum nicht ich? Und ich finde das mutig und nur der Mut führt zum Erfolg. Und deshalb finde ich, ist das genau die richtige Richtung für einen langfristigen Erfolg beziehungsweise für eine neue Art der Gesellschaft, nämlich eine Miteinandergesellschaft zwischen Mann und Frau. Und genau das brauchen wir. Ist es denn, das ist jetzt so ein Stichwort der Gesellschaft, ist es auch eine Frage der Erziehung in den Schulen, auch Mädchen schon zu motivieren? Also wir haben jetzt hier in München zum Beispiel Girls Day, wo man auch junge Frauen und Jugendliche in den Schulen schon mal auch vorbereitet auf technische Berufe, auf mathematische Berufe. Hier haben wir ja einen sitzen, ja, oder Selbstständige. Muss die Gesellschaft da mehr tun, um das ein bisschen mehr zu fördern? Ich möchte mal auch ein Beispiel nennen, wie das vielleicht noch in den Köpfen ist. Also ich komme jetzt aus einer Generation, da war es schwer, ich habe mich da nicht unterkriegen lassen, ich bin weitergegangen, weil mich das nie gestört hat. Ich bin im Kongress der Gemeinden und Regionen im Europarat. Das ist das höchste kommunale Gremium, das es in Europa gibt, mit 47 Mitgliedstaaten. Und ich bin entsandt vom Deutschen Städtetag. Und die deutsche Delegation umfasst 18 Mitglieder und der Deutsche Städtetag entsendet 3. Aus jeder Fraktion, aus jeder Partei einen. Irgendwann kam der Kongress dann, haben wir eine neue Charta erstellt im Jahr 2006. Da hieß es dann, also wir müssen ein bisschen auch auf die Quote achten, dass die Länder auch Frauen entsenden. Ja, weil immer schon die Männer vorn dran waren. So, und dann hat sich
rauskristallisiert in der Diskussion, wir fangen jetzt an mit einer Quote von 30%. Und die Delegation, die das nicht erfüllt, weil da werden auch die Rechte geprüft, wenn man anreist zum Kongress, die darf, hat halt keine Stimmrechte. So, dann war die Diskussion, ich kann es ja jetzt nur sagen, für den Deutschen Städtetag, wie machen wir das, 30%? Und sie haben 3 ordentliche Delegierte und 3 Ersatzdelegierte. Also jeder Delegierte aus der Partei hat einen Stellvertreter. Und da kamen sie dann waren sie ganz schlau und haben gesagt, nachdem der Kongress gesagt hat, es ist egal, ob das direkte Mitglied ist oder der Stellvertreter, dann hat der Deutsche Städtetag die Quote erfüllt mit den Stellvertretern. Mit den Stellvertretern. Das heißt, ordentliche Delegierte sind erstmal die Männer geworden. Ich bin also auch Ersatzdelegierte. Ich fahre zu jedem Kongress, das ist 2-mal im Jahr, eine Woche. Und ich muss mir dann mein Mandat suchen, weil die Männer sagen, also die jetzt da delegiert sind, reihenweise ab, weil sie sagen, da habe ich keine Zeit, da habe ich keine Zeit, da habe ich keine Zeit. Wir Frauen versuchen das alles unter einen Hut zu bringen und wir schaffen das auch. Vielleicht organisieren wir besser oder verzetteln uns nicht so oft. Ist das, ich habe den Eindruck, es ist noch in den Köpfen, ist es eine Aufgabe der Politik, die Rahmenbedingungen zu schaffen, auch in der Bildungspolitik, um anders an Frauen ranzugehen oder anders in die Köpfe der Menschen reinzukommen, dass Frauen und Männer gleichberechtigt sind und auch sehr wohl das Gleiche leisten? Ja, also was ich dazu sagen möchte, ist, der Girls Day ist definitiv eine gute Thematik, dass man Frauen heranführt an die technischen Berufe. Wobei ich definitiv auch sagen müsste, eigentlich müsste es auch einen Boys Day geben, dann im sozialen Beruf. Das wäre eigentlich der Ausgleich. Den haben wir in München jetzt mittlerweile auch, ja. Das ist ja prima. Also im ländlichen Bereich hat man das noch nicht, aber das wäre der richtige Ausgleich dazu. Ob das tatsächlich mehr Frauen in Ingenieursberufe bringt, mag ich bezweifeln. Ich bin da ein bisschen kritisch unterwegs. Denn das ist immer eine Frage, wie lebt man es vor? Und ich glaube, dass es für gerade junge Mädchen oder junge Frauen wichtig ist, zu sehen, dass Frauen durchaus Spaß haben im Beruf. Also die wirklich gerne Ingenieure sind, die wirklich von Herzen gern Politik machen. Das ist, glaube ich, wichtig, die Freude und Emotion zu verkörpern. Und ich glaube, dann wird ein Beruf oder dann wird auch die Politik interessanter für Frauen. Denn meistens ist es ja so, dass Emotionen binden und Emotionen auch vermitteln und Emotionen auch Leute dazu bringen. Das würde ich jetzt einmal als Antwort so stehen lassen. Und zu dem Deutschen Städtetag würde ich sagen, mathematisch gut gerechnet. Schlau sind Sie schon. Na, also ich denke mal, der Prozess ist ja in der Wandlung. Dadurch, dass, sagen wir mal, jetzt Generationen wie ich, die, sagen wir mal, auch jetzt ihren Mann stehen, die Unternehmen leiten, die in der Politik sind und die dann auch wieder Kinder erziehen. Und das geben wir doch weiter. Und eine Erziehung gebe ich weiter und gebe meinen Kindern Ideale weiter und Werte weiter. Und dann, wenn ich jetzt, leider habe ich keine Mädels, also 2 Jungs, aber wenn ich jetzt Mädels hätte, die würde ich genauso erziehen und die würde ich genauso motivieren, das zu machen, was ihnen Spaß macht. Und wir haben in Herzogenaurach haben wir naturwissenschaftliches Gymnasium. Und wenn ich jetzt ein Mädel hätte, die könnte genauso Elektrotechnik studieren, wenn sie das dann wollte. Aber ich finde, gerade wenn eben so Frauen jetzt auch wie Sie in Ihrem Beruf und wenn Sie dann mal später Kinder haben sollten, dann vielleicht Ihren Töchtern weitergeben, Ihre Ideale. Und dann ist es... Jungen. Jungen. Jungs sind klasse, kann ich nur sagen. Und ich denke, der Prozess ist in der Wandlung. Ist in der Wandlung. Und auf die Bildungspolitik bezogen, denke ich, jede Schule, ob Grundschule oder Gymnasium oder Realschule oder Mittelschule, wie auch immer, da muss die Bildung für Mädel und für Junge muss genauso sein. Und da kann ich nicht unterscheiden, jetzt habe ich da 30 Mädels, dann mache ich einen anderen Unterricht, als wenn ich jetzt da 20 Jungs und 10 Mädels oder nur eine Jungenklasse habe. Wichtig ist doch, dass wir den Kindern von Anfang an eine richtig gute Bildung zuteil werden lassen. Und gerade in der heutigen Zeit, wo die Welt sich immer schneller dreht und alles globaler wird, also ich kann nur sagen, bei uns in Herzogenaurach bin ich ganz stolz. Wir haben seit vielen Jahren bilinguale Kindergärten. Jetzt ab Schuljahr 2015, 2016 fangen wir mit bilingualen Grundschulklassen an, weil in meinen Augen geht Bildung nicht ohne Wirtschaft und Wirtschaft nicht ohne Bildung. Und insofern finde ich, also Rahmenbedingungen schaffen für Frauen geht für mich gar nicht. Ich muss Rahmenbedingungen schaffen für die Schulen, dass die Kinder, egal ob Junge oder Mädchen,
die beste Ausbildung bekommen, die man heute haben kann. Denn nur über die Ausbildung kann man sich definieren, kann Leistung erzielen und kann im Leben dann auch was erreichen. Sehr schön. Sind wir uns einer Meinung, aber ich reite trotzdem noch mal auf dem Thema rum. Wenn ich mir die Ausschüsse bei uns anschaue, im Stadtrat, und sehe mir die Zusammensetzung an, wir kamen jetzt vorher mit dem Girls Day und mit dem Boys Day, die klassischen Themen für Frauen, gehen Sie in einen Sozialausschuss, da sitzen überwiegend Frauen. Also die Fraktionen entsenden ja. Gehen Sie in den Kinder- und Jugendhilfeausschuss, haben Sie überwiegend Frauen. Also ich sage mal 90%. Gehen Sie in den Bildungsausschuss, da gibt es eine Fraktion, die hat nur Frauen da drin. Sind das so die klassischen Themen? Ich habe von Anfang an für Arbeit und Wirtschaft stand ich, weil ich unternehmerisch denke, ich bin Unternehmerin und ich kenne die wirtschaftlichen Zusammenhänge und habe das immer für mich auch erstritten und habe auch gesagt, ich will das auch weitermachen. Auch jetzt in einer Fraktion, wo ich die einzige Frau mittlerweile bin, sondern nur noch Männer da sind, also 4 Männer. Ich war Co-Referentin des Kämmerers, also Finanzen besetzt. Aber ich habe so den Eindruck, dass es immer noch so ist, dass man sagt, naja, das sind jetzt so die Themen, da seid ihr drauf. Und ich habe heute gerade eine Studie, hatten wir im Stadtrat vorgestellt gekriegt, was die Ausbildungsberufe angeht, wer wohin geht. Dann sind natürlich überwiegende Teil in diesen sozialen Berufen nur Mädels und in den technischen Berufen nur die Jungs. So, und dann schicken die einen da auf die Reise. Als auch dann bei uns in der Fraktion feststand, dass wir das Co-Referat für das Referat für Bildung und Sport bekommen, also das Bildungsreferat, war sonnenklar für die Kollegen in der Fraktion, dass das ich mache. Ich habe jetzt damit kein Problem, ich kenne mich in der Bildungspolitik ganz gut aus und man kann da einiges machen, einiges bewirken. Aber warum ist das noch immer so, dass in diesen, und ich weiß nicht, wie es bei Ihnen im Stadtrat ist, diese Ausschüsse überwiegend von Frauen besetzt werden? Vielleicht haben ja auch die Kollegen gedacht, sie sind die Sportlichste und deshalb sind sie vorgeschlagen worden. Also ich muss sagen, ich würde es gar nicht so trennen. Also in Herzogenaurach als Stadtrat, da mache ich Finanzausschuss, weil das ist, was ich kann, Gelder, Finanzen, Wirtschaft. Im Kreistag, da mache ich zum Beispiel Krankenhausausschuss, sozial, aber trotzdem wieder mit Finanzen behaftet. Und ich finde, man sollte jeden da einsetzen, wo er einfach, ich sag mal, in dem Moment die beste Position abliefert. Und natürlich gibt es noch viel zu wenig Frauen. Wir sind 30 Stadträte in Herzogenaurach plus Bürgermeister, wir sind 7 Frauen. Aber das sind 7 gute Frauen. Und dem Bürgermeister wären vielleicht 5 Männer lieber statt einer Frau, die da sitzt und kritisch fragt. Das kann ich nur unterstreichen. Und insofern, ich denke, man muss einfach langsam diesen Prozess, der ja schon in einem guten Fluss ist, den halt weiter unterstützen. Und ich weiß nicht, wie Sie das in München jetzt machen, aber so jetzt bei uns in Erlangen-Höchstadt, wir sprechen gezielt junge Frauen an, ob das für die Julis ist, ob das war bei der Kommunalwahl für die Stadtratsliste. Es waren Frauen, die waren keine FDP-Mitglieder. Da habe ich gesagt, Leute, ich brauche euch, weil auf dem Sektor seid ihr bärenstark. Und wenn wir das schaffen, unsere Stärken zu bündeln, dann sind wir eine richtig gute Truppe. Aber ich finde, man muss gezielt auch auf die Frauen zugehen, wenn man dann eben diesen Prozess beschleunigen möchte, der ja schon gut im Fluss ist. Und natürlich gibt es da alte Freunde, wenn bei uns im Stadtrat, da gibt es Männer, die sind schon seit, keine Ahnung, 24 Jahren im Finanzausschuss. Da ist eine Fraktion, in der Fraktion gibt es bessere, die Position ausfüllen könnten, auch eine Frau. Aber da geben die nicht ab. Das ist halt ein Prozess, der muss sich langsam auswachsen. Aber wenn ich nach vorne kommen will und gerade den Frauen, ich sag mal, die Frauen mehr mit einbinden will, finde ich, dann muss man eben auch die jetzt schon, sagen wir mal, Ämter haben und ein bisschen in der Verantwortung sind, die müssen halt gezielt gute Frauen ansprechen. Und dann ist der Prozess im Laufen. Also ich sehe das ähnlich. Frauen direkt mittels Quoten, es geht ja wieder Richtung Quote ins Boot zu holen, finde ich, ist nicht der richtige Weg. Der Prozess ist schon im Gange. Man kann durch die Quote das lediglich beschleunigen, aber es ist definitiv nicht der richtige Weg, wie eingangs schon erwähnt. Was das eigentliche Thema ist, dass man Frauen mehr in die Politik bekommt, ist, dass man vielleicht gewisse politische Themen
emotioneller aufbereitet und somit auch die Frauen besser anspricht. Das ist das eine. Wir im Kreistag beispielsweise im Landkreis Landshut haben das Thema Bauausschuss und Wirtschaft, also jetzt auch keine Frauenthemen. Und die FDP steht ja eigentlich auch überwiegend für eher männlich orientiertere Themen. Das ist jetzt nicht schlecht. Und Sie sehen es ja, es gibt auch viele Frauen, die sich trotzdem sagen, ich will zur FDP, ich will zu den Freien Demokraten. Und es ist auch gut so. Das Ganze ist am Wandeln. Man kann jetzt schon einschreiten durch Quoten, man kann einschreiten durch gesetzliche Regulierungen. Aber als Liberale kann man das nicht für gut heißen. Und wir sollten bewusst rausgehen und sagen, Politik macht Freude und gemeinsam ist man stark. Und wir hatten damals jetzt bei der Kommunalwahl letztes Jahr auch das Thema, dass wir hingegangen sind, bewusst Frauen angesprochen haben. Mensch, hättest du nicht Lust, künftig ein bisschen mehr politischer zu agieren? Und wir haben auch neue Mitglieder, sowohl in der Stadt Landshut als im Landkreis Landshut. Und ich glaube, das ist der richtige Weg, aber nicht nur für die Frauen. Ich würde sagen, es ist allgemein der richtige Weg, rauszugehen, zu sagen, dass es Spaß macht, Politik zu machen, dass es Spaß macht, für die Freien Demokraten zu sein, die Liberalen, Wirtschaftsliberalen und die liberalen Themen zu verteidigen, aber auch anzugehen, persönliche Freiheiten, die definitiv zu verteidigen. Und ich glaube, das ist der richtige Weg und nicht nur die Frauen, sondern auch die Männer, weil im Endeffekt, was brauchen wir für die nächste Bundestagswahl? Wir brauchen eine starke Basis und die bekommen wir nur gemeinsam zwischen Mann und Frau. Deshalb kann ich nur jedem Liberalen empfehlen, gehen Sie raus, machen Sie Werbung für die Freien Demokraten. Genau das ist der richtige Weg. Darf ich eine Frage stellen? Ja. Jetzt haben Sie gerade gesagt, die FDP hat männlich orientierte Themen und Sie würden sich wünschen, emotional für die Frauen aufbereitete Themen. Könnten Sie das nochmal erklären, weil da bin ich ja ganz anderer Meinung. Also männlich orientiertere Themen meine ich dahingehend, dass einfach, wie soll ich sagen, dass die Wirtschaftsthemen, und wenn man auch hinschaut, die Wirtschaftsleute bisher, wenn man ins Management schaut, überwiegend männlich waren. Das ist derzeit ein Generationenwechsel, Sie sehen es ja auch an mir, ich bin auch deswegen, im Management. Deswegen meine ich ja genau, das wollen wir ja nicht. Genau, das habe ich ja gemeint. Emotionaler meine ich nur, dass eigentlich die ganze Politik nicht wirklich emotional ist in jeglichen Punkten. Also sie ist vielmals, kommt immer aufs Thema drauf an, emotional, aber manchmal ist man auch bei der emotionalen Grenze zu weit weg. Und somit sagen dann die Frauen, bevor ich mich jetzt für eine Partei entscheide und somit praktisch rausgehe und sage, ich bin freier Demokrat, dann kriege ich natürlich Kritik von den anderen, möchte ich lieber nicht machen, lieber bleibe ich eher bei meinen Themen, bei meiner Familie kümmere ich mich um meinen Job und versuche dort Leistung zu bringen. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Also als Frau in der Politik ist es nicht immer einfach, genauso wenig wie im Unternehmen. Aber Spaß macht's. Spaß macht's, sonst wären wir nicht hier. Ja, und das spornt einen ja dann auch immer wieder an, also mich zum Beispiel. Ja? Mich spornt es immer wieder an, wenn ich solche Bemerkungen höre, dann denken wir, na jetzt erst recht, ja? Kommt er bei mir gerade an die richtige. Aber was mir jetzt aufgefallen ist, was ich sehr schön finde, ist das Thema, dass ihr rausgeht, Frauen ansprecht, tatsächlich ganz gezielt auch Frauen ansprecht, die ja oftmals diese Berührungsängste haben. Also Männer gehen da flotter mit um, ja, aber Frauen ansprechen zu sagen, hey, du bist gut und wir brauchen dich. Da scheint sich auch ein Wandel in den letzten Jahren gegeben zu haben, was das Thema Frauen unterstützen Frauen angeht. War zu meiner Zeit noch nicht so. Da war es so mehr immer mit einem komischen Blick versehen. Man konnte sich also auf Kolleginnen und Kollegen im Prinzip nicht verlassen. Ich habe immer Frauen unterstützt. Ich bin da auch drauf losgegangen und habe gesagt, brauche ich gut und Themen. Bin viel auf die Nase gefallen, aber es scheint jetzt doch ein bisschen, dass sich ein bisschen gewandelt zu haben. Ja, hat sich gewandelt. Also ich kann nur jetzt sagen, ich habe zum Beispiel immer mit Männern zusammengearbeitet. Also als ich damals bei den Sparkassen Betriebswirt gemacht habe, da waren überwiegend Männer. Als ich dann zum Rheinischen Sparkassen- und Giroverband gegangen bin, da gab es damals 79 Prüfer, 2 Frauen, der Rest waren die Männer. Die eine Frau saß im Innendienst, die einzige im Außendienst war ich. Und mir hat das immer Spaß gemacht. Also mit Männern zusammenarbeiten macht mir Spaß, weil die sind objektiv, die sind sachlicher,
Aber natürlich unterstützen wir Frauen uns. Deswegen habe ich ja vor 11 Jahren den Zonta-Club in Herzogenaurach gegründet, weil Zonta ist ja Service-Club, so wie Rotary und Lions, wo einfach die Freundschaft für die Frau und die Aufwertung der sozialen Stellung der Frau und so weiter im Vordergrund steht. Und da machen wir sehr, sehr viel. Und da sind wir 30 taffe Frauen, alle Unternehmerinnen oder in leitenden Positionen. Und wir haben tolle Projekte, wir machen Schlossgärtchenfeste oder Dinner in Weiß, generieren viel Geld, geben da Stipendien für Frauen, eben die keine Möglichkeit haben, finanziell zu studieren und so weiter. Und natürlich muss man als Frau die Frau unterstützen. Ja, also es bringt nichts, das Gegeneinander, Geschlechter gegeneinander oder Mann oder Frau gegeneinander. Ich sehe das eher, es ist alles ein Miteinander. Ich bin Ingenieurin, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Natürlich habe ich überwiegend mit Männern zu tun. Es gibt auch den ein oder andere Situation, wo es vielleicht auch einfach einfacher ist, mit Männern zusammenzuarbeiten. Aber nichtsdestotrotz finde ich, es ist wichtig, dass man eine Persönlichkeit, und das liegt immer an einem selbst auch, dass man Persönlichkeit ist und dass man sich bemüht darum, dass man mit beiden Geschlechtern gleichermaßen auskommt und dass erfahrene Frauen, vielleicht jüngeren Frauen helfen, Unterstützung geben, sei es in Mentoring-Programme oder so. Das finde ich ist eine nette Angelegenheit, denn die Männer machen es ja schon genauso. Das ist ja nicht so, dass man eben generationenübergreifend sich gegenseitig unterstützt. Und ich finde, das ist ein Thema, was beide Geschlechter betrifft. Also das mit dem Mentoring finde ich sehr gut. Das machen wir eben bei uns im Zonta-Club seit 8 Jahren. Wir haben das Sprungbrett genannt. Und jede Zontin bei uns hat einen Mentee. Und wir kümmern uns um die Mädels. Und so Sprungbrett haben wir es deshalb genannt, so der Sprung von der Schule oder ins Berufsleben. Und es kommt wirklich, wirklich gut an. Und da haben wir Frauen, die mittlerweile schon vor 8 Jahren mal von uns betreut wurden, die heute im Beruf sind, die sagen, Mensch, hat mir damals so viel gebracht, Kommunikationsseminare, wir haben mit Videoclips gearbeitet, wie bewerbe ich mich, wie stelle ich mich vor. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, dass eben, sagen wir mal, Frauen, die heute schon in Position sind, ihre Erfahrung halt an die jungen Frauen weitergeben. Und das ist der richtige Weg. Das finde ich sehr bemerkenswert und sehr, sehr schön. Weil die Netzwerke bei Männern funktionieren seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten. Und als ich angefangen habe, gab es kein Netzwerk der Frauen, das funktioniert hätte. Nie. Ob es in der Politik war oder ob es in meinem, als Unternehmerin, ich habe auch viele Netzwerke gegründet, also Frauen Networkings-Veranstaltungen gemacht, einfach um sich gegenseitig zu stützen, um gegenseitig sich Aufträge zuzuschieben, wie das auch in den anderen Netzwerken ist. Und ich bin schon sehr beruhigt, dass es da jetzt auf einem sehr guten Weg ist. Und hier kam das Thema Mentoring. Ich frage mal jetzt etwas, also ich hatte das Glück, als ich angefangen habe in der Politik, dass ich einen sehr guten Mentor hatte. Mein politischer Ziehvater, der auch heute Abend hier sitzt, Dr. Klaus von Lindeiner, der mir immer den Rücken gestärkt hat und mich immer bestärkt hat darin, in meinem Ehrgeiz weiterzumachen und nicht aufzugeben, weil ich an viele Säulen gelaufen bin. Das ging darüber, dass man mir nachgesagt, ich bin überehrgeizig, typisch Frau, kandidiert für alles, weil sie sonst nichts ist. So, ja? Und Klaus von Lindeiner war immer da und er hat mir auch die politischen Spielregeln erklärt. Er hat mir erklärt auch, wie Politik funktioniert, was ja ganz wichtig ist. Und ich bin froh, dass es heute auf diesem Weg jetzt auch mittlerweile schon etwas anders läuft. Also wichtig ist, was Sie auch vorher oder was ihr gesagt habt, ist, dass man immer selber an sich glaubt, dass man sich nicht unterkriegen lässt, dass man einen guten Berater hat, der auch mal drauf schaut und dass man sich selber nicht verliert und sich selber nicht vergisst. Ich bekomme immer wieder zum Hören, du hast dich wahnsinnig verändert, seitdem du in der Politik bist. Du bist viel härter geworden. Du bist männlicher geworden. Meine Tochter sagt mitunter zu mir, wenn ich nach Hause komme, es gibt ja nicht den Schalter, den man umlegen kann, aber dann rede ich so irgendwas und dann sagt sie auf einmal, hallo, ich bin's, deine Tochter.
weil du den Schalter nicht umstellen kannst. Ich musste Haushaltsreden halten als Co-Referentin und musste mich da durchsetzen und Anträge stellen und auch Paroli bieten, weil das geht also dann schon manchmal richtig auch mitunter unter die Gürtellinie. Mit Ude zu diskutieren ist jetzt nicht so ganz ohne. Habt ihr das Gefühl, dass euch in der Zeit, wo ihr dabei seid, ihr habt beide auch ein Mandat, das schon in irgendeiner Weise verändert hat, geprägt hat? Also ich glaube nicht, dass ich mich verändert habe. Ich glaube, dass ich vorher schon genauso tough war, wie ich heute in der Politik auftrete. Aber die Frage müsste man dann vielleicht meinem Mann oder meinem Sohn stellen. Aber dadurch, dass ich ja früher auch beim Rheinischen Sparkassen- und Giroverband, egal wo ich geprüft habe, ob Dortmund oder Kleve am Niederrhein oder Aachen, ich hatte ja immer nur mit den Vorständen zu tun und immer nur mit den Abteilungsdirektoren. Und da habe ich mich als Frau ja immer schon durchsetzen müssen. Und insofern glaube ich jetzt nicht, dass ich mich durch die Politik verändert habe. Aber gut, müsste man vielleicht andere fragen und nicht die Person selbst. Also die Veränderung persönlich kann ich jetzt auch nicht so sagen, dass ich mich persönlich verändert habe, weil ich wusste immer schon, was ich möchte und habe das auch entsprechend kundgetan. Leider war nicht immer jeder davon begeistert, aber das ist halt so, wenn ihr Meinung davon habt, dann sage ich die auch. Und wenn die einem nicht so schmeckt, dann ist es dem sein Problem und nicht meines. Was schon ist, die Außenwirkung. Du machst jetzt Politik. Die einen so, super, du machst jetzt Politik, eine junge Frau, das können wir brauchen. Wir gerade im Landkreis, das finde ich gut. Aber auf der anderen Seite hat das Thema gemischt. Die macht jetzt Politik für eine andere Partei, die ist jetzt unsere Gegnerin. Plötzlich ist man so die Zielscheibe von Personen, mit denen man vorher in den Vereinen super gut ausgekommen ist. Und bei Kommunalwahlen ist man dann plötzlich so die Person, die man praktisch beschießt. Naja, ich denke mal, es geht zum Schluss um ein Mandat, es geht zum Schluss um den Erfolg. Und wenn das nicht so sein sollte, gerade wenn man politisch agiert, dann wäre es ja schade. Für mich persönlich habe ich das als den richtigen Schritt erfahren und kann es nur bestätigen. Nicht umsonst mache ich es wirklich jeden Tag von Herzen gern. Und wenn jetzt mich jemand fragen würde, eine junge Frau, hey, was würdest du machen? Würdest du in die Politik gehen? Dann würde ich sagen, naja, geh in die Politik. Denn nur da kannst du mitgestalten, denn nur dort kannst du auch deine Ideen einbringen und gemeinsam wirklich, Frau, Mann, Jung, Alt, nur gemeinsam schaffen wir eine Politik für Generationen zu gestalten. Natürlich kann man das selber nicht beurteilen. Das können nur die anderen beurteilen, ob man sich verändert. Ich merke nur an mir selber, nach 13 Jahren Stadtrat, dass ich ein sehr viel dickeres Fell gekriegt habe und sehr viel widerstandsfähiger bin und mir nicht mehr so viel Gedanken um Blödeleien, also in Anführungszeichen, was einem da so entgegnet wird in der politischen Diskussion. Also das ist so... Also dem kann ich nur zustimmen. Ja. Voll und ganz, man bekommt ein dickeres Fell und das rüstet ein und genau das ist aber auch gut so, denn somit wird das für mich nur eher das Jugendliche weggenommen und man kommt tatsächlich im Alltag an, denn das ist nicht nur in der Politik so, es ist in der Wirtschaft genau das Gleiche. Und gerade in einem großen Unternehmen wird dort genauso Politik gemacht wie in der tatsächlichen Politik. Das wollte ich auch gerade sagen, denn gerade wenn man so jung ist und dann in die Politik geht, ich war ja schon wesentlich älter, dann muss man halt da auch breite Schultern haben, genauso wie man in jedem Unternehmen, wenn man anfängt, auch breite Schultern haben muss. Und ich weiß noch, als ich dann in Herzogenaurach im Mai 2007 gesagt habe, also ich bewege jetzt in der FDP was, und dann hatte ich innerhalb von 14 Tagen 30 neue Mitglieder und dann war Kirchwein Herzogenaurach. Und dann sind so alte Herzogenauracher, die sind dann auf mich zugekommen, haben mir dann so auf die Schulter geklopft. Und da hat so ein 85-Jähriger zum Beispiel gesagt, Madler, das kannst du fein nicht machen. Was willst denn du mit der FDP? Das geht doch gar nicht. Und da habe ich gesagt, natürlich geht es und das ist meine Partei, dass der Madler gewählt wirst, die. Und der Mann hat aber an dem Montag früh 2008 nach der Kommunalwahl hat er mich angerufen und mir gratuliert. Und da hat er gesagt, Madler, das habe ich fein nicht gedacht. Und dann, das fand ich dann auch nett. Aber klar muss man sich durchsetzen, aber durchsetzen muss man sich immer. Und wenn man jung irgendwo anfängt, ob im Beruf oder in der Politik, da muss man überall, stößt man auf Widerstände. Und das macht ja auch diese Entwicklung aus und die Weiterentwicklung, die wir alle selber durchmachen. Und das ist auch das Interessante am Leben. Und wenn einer keine Kritik aushalten kann, dann ist er auch falsch in der Politik. Also ich merke nur, dass meine Argumentationen anders sind
auch im täglichen Leben, weil man halt einfach auf der Politikschiene drauf ist, wenn man da jeden Tag, ich meine, unser Stadtrat in München ist ja im Prinzip ein Fulltime-Job, wenn man da jeden Tag sich mit dem auseinandersetzt, dann wird auch die Sprache eine andere. Aber mir ist eines aufgefallen, ich sitze sehr oft eben in reinen Männerrunden, aufgrund auch der Ausschüsse, die ich belege, und habe dann auch verschiedene Arbeitskreise und mache das auch in der Wirtschaft, weil ich ja da auch unterwegs bin als Unternehmerin und für verschiedene Verbände. Und ich merke schon, dass die mich alle sehr ernst nehmen. Aber ich kriege oftmals von vielen Frauen so, ja und ich weiß nicht. Und dann kommen Männer und sagen, ach, die Frauen, ja. Und dann habe ich mal zu einem gesagt, den ich ganz gut kannte, also kannst du mir mal erklären, warum ihr mich behandelt, wie ihr mich behandelt? Dann sagte er, wie meinst du das? Dann habe ich gesagt, ich habe das Gefühl, dass ich eine von euch bin. Ihr nehmt mich ernst. Und habe ich gesagt, und ich höre das oft von anderen Frauen, die sagen, sie werden nicht ernst genommen oder sie stoßen auf Widerstand. Und dann sagte mir dieser Mann, er sagt, das kann ich dir schon sagen. Du bist Frau geblieben und willst nicht der bessere Mann sein. Und das ist so ein Punkt, glaube ich, der ganz wichtig ist, wo es oft mal eine Gratwanderung ist für viele Frauen, dass sie dann eine gewisse Härte auch an den Tag legen, um da bestehen zu können. Und die Politik ist nun mal ein hartes Geschäft, das muss man mal sagen. Und sich damit dann auch verändern und dann automatisch in diese Schiene reinrutschen. Aber ich finde, egal ob Politik oder freie Wirtschaft, wir leben in einer Leistungsgesellschaft. Und als Frau, also ich will nicht der bessere Mann sein, ich möchte eine gute Frau sein und da meinen Job gut machen. Und das Schöne am Frausein ist, dass man alles mit noch ein bisschen Charme machen kann. Und wenn man dann, sagen wir mal, Charme und Kompetenz verbindet, dann erreicht man bei Männern oftmals Sachen, wo andere Männer sagen, wie hast du das jetzt geschafft? Aber niemals der bessere Mann sein wollen. Also ich habe mir auch nie die Frage gestellt, ob ich Mann oder Frau sein will. Ich möchte ein Ziel erreichen in der Politik und in der Wirtschaft. Und die Männer, die mit mir zu tun haben, gerade im Beruf, die haben sehr schnell gewusst, wie ich mein Ziel verfolge. Und es war dann nur die Frage, ob sie mitwirken wollen. Dann sind wir d'accord. Und wenn wir d'accord sind, dann ist alles gut. Und wenn wir nicht mitwirken wollen, dann gab es halt vielleicht mal die ein oder andere Auseinandersetzung, aber zum Schluss, am Ende des Tages zählt der Erfolg und die Leistung. Und wenn das passt, dann versteht man sich super, egal ob Mann oder Frau. So, sind wir uns vollkommen einig. Leistungsorientiert, Leistung zählt. Wir wollen nicht gewählt werden, weil wir Frau sind, sondern wir wollen gewählt werden, weil wir gut sind. Dann wird sich ja die Frage auch gar nicht stellen, was das Thema angeht, kandidieren Frauen gegeneinander. Also zu meiner Zeit sagte mir dann, wenn irgendwo eine Bewerbung war, also da kannst du nicht kandidieren, weil da kandidiert jetzt schon eine Frau und die Frauen kandidieren nicht gegeneinander. Also kam dann aus der Frauenschiene. Das, aufgrund dessen, was wir jetzt gerade gehört haben, müsste das ja jetzt anders sein. Also wenn ich für was kandidiere, dann muss ich ja selber davon überzeugt sein, dass ich die richtige Person auf diesem Platz bin und dass ich an diesem Platz einen Mehrwert bringe. Und wenn ich von mir selber überzeugt bin, dass ich das bin, dann kandidiere ich. Und dann ist mir das ganz egal, ob die Mitkonkurrenten Männer oder Frauen sind, dann soll der Beste diese Position bekommen. Egal, ob Mann oder Frau. Mir ist es ganz genauso. Also ich kann schon verstehen, wenn die ein oder andere Frau noch denkt, naja, vielleicht sogar befreundet, kritisch, dann setzt man eine Freundschaft aufs Spiel. Persönlich finde ich, das soll das nicht das Argument sein, weil für eine Kandidatur zählt tatsächlich, und wir kommen immer und immer wieder auf das Thema Leistung zurück, es zählt Leistung und man sollte sich, und das sollte auch jedem klar sein, auch nach einer gescheiterten Kandidatur durchaus wieder in den Arm nehmen können und sagen können, ja, gemeinsam schaffen wir das. Und ich glaube, das ist eigentlich der Punkt, den vielleicht der ein oder andere noch überschreiten muss. Und persönlich würde ich mir wünschen, dass den schon jeder überschritten hat. Wir haben in Deutschland eine Bundeskanzlerin, was schon eine Sensation war. Wir haben jetzt in Amerika Hillary, die Präsidentin werden möchte.
finde ich stark. Wie man zu den ganzen anderen Sachen steht, das ist was anderes. Der Aufschrei ging durch diese Nation, als wir Frau von der Leyen bekamen als Verteidigungsministerin. Das war ja so der Knackpunkt schon mal, also so ganz oben, dass man sagt, eine Frau für die Bundeswehr, für die Verteidigung, kann doch gar nicht sein. Ich hörte den Aufschrei und das ist ja noch gar nicht so lange her. Also wir haben vorher gerade festgestellt, wir sind auf einer guten Entwicklung, dass Frauen sich behaupten und auch in männlichen Domänen stark sind. Ja, dass man viel mit Diplomatie machen kann, viel soziale Kompetenz und Charme. An der Front ist jetzt so Charme vielleicht nicht so sehr gefragt. Ich persönlich fand es gut, dass da überhaupt gar keine Diskussion zwischen der Kanzlerin und irgendjemandem gab, sondern dass sie gesagt hat, das machen wir. Ich meine, sie ist Naturwissenschaftlerin, sie hat schon auch einen Hang zur Macht, das muss man sagen, sonst wäre sie dort nicht. Aber gerade jetzt in der politischen Führung ist es noch relativ beschränkt, was die Weiblichkeit angeht. Sind das Zeichen, wie jetzt von der Leyen oder auch jetzt Hillary Clinton, dass sich mehr Frauen vielleicht motiviert fühlen, tatsächlich das doch anzupacken? Na, ich denke, das gibt schon für viele Frauen so einen Motivationsschub, dass man sagt, okay, Mensch, die hat es geschafft und das ist möglich. Und dass dann vielleicht viele sagen, okay, wir probieren das auch. Aber wir sind ja schon auf einem guten Weg. Und wie gesagt, ich glaube schon, dass in Zukunft viel mehr Frauen für Führungspositionen zur Disposition stehen werden. Aus dem einen Grund, weil einfach dieses Familie und Beruf und Politik, dieses Miteinander vereinbar, durch diese ganzen Rahmenbedingungen, durch Kindertagesstätten, Kindergärten, Kitas, Hortbetreuung, Ganztagsschulen, die Frauen ja mehr Freiraum bekommen und Frauen können gut organisieren und Frauen sind Multitasking. Und ich glaube schon, dass zukünftig viele Frauen auftauchen werden, gute Frauen, die einfach sagen, das kann ich auch und den Job kann ich auch, vielleicht besser als jeder andere Mann. Das wird noch dauern, aber ich glaube schon, dass so Zeichen wie jetzt Frau Merkel oder Hillary, dass die einfach sagen, ja, so ein Input geben für viele Frauen zu sehen, das ist möglich und das ist der richtige Weg. Also es ist definitiv das Zeichen in die richtige Richtung. Es ist ein Zeichen dafür, dass Frauen sich bereit erklären, Verantwortung zu übernehmen, Verantwortung für sich und für die Gesellschaft. Das ist das Zeichen. Ob das wirklich mit Multitasking zu tun hat, mag ich stark bezweifeln, weil wenn man wissenschaftliche Thesen betrachtet, wäre Multitasking so ziemlich niemand. Denn wenn er das eine macht, macht er das andere nicht so gut und da gibt es verschiedene Thesen. Also das Multitasking würde ich es nicht festmachen. Ich denke, das ist eine Entwicklung der derzeitigen Generation, der Generation in die Zukunft und ich finde, sollte man auch einfach das so belassen, dem Ganzen noch ein bisschen Zeit spenden und dann geht es schon in die richtige Richtung. Also ich hatte ja eine große Motivation, als damals Frau Hambrücher zum Bundespräsidenten kandidiert hat. Und als sie die Wahl auch nicht gewonnen hat, stand sie vor der Fernsehkamera strahlend und hat eine Brandrede gehalten, dass man sich engagieren muss und hat einfach mal deutlich gemacht, wie wenig Menschen sich politisch engagieren in Parteien. Dass es ja ein ganz minimaler Anteil der Bevölkerung ist, die tatsächlich das machen. Und die hat so eine Brandrede gehalten und hat gesagt, Mensch, geht rein, macht, sagt das, was ihr denkt und engagiert euch und setzt euch ein. Und da saß ich vor dem Fernseher und habe gedacht, Mensch, Frau, das ist richtig sensationell gut. Sie war immer ein Vorbild für mich. Sie war ja hier mit 27 Jahren die jüngste Stadträtin in München und hat ihren Aufstieg gemacht. Damals sagte man, ich durfte zu einem runden Geburtstag bei ihr die Laudatio halten. Und damals habe ich zitiert aus alten Zeitungsberichten. Und damals sagte man zu ihr, Frau Stadtrat Brücher. Frau Stadt. Damals gab es noch nicht die weibliche Form. Heute kann man sich das gar nicht mehr vorstellen, dass es man irgendwie zu jemandem Stadtrat sagt. Also mir ist das relativ egal. Das fing an mit den Wirten, ja, Verwaltungswirt, Diplomwirt und dann hieß es Betriebswirt und dann hieß es, man muss aber auch Wirtin oder jetzt auch Diplomkauffrau. Mir war das immer relativ egal.
Aber diese Frau, die hatte eine solche Energie bis ins hohe Alter, das mich immer motiviert hat. Dazu einen guten Berater, dem ich mich anvertrauen konnte. Habt ihr ein Vorbild in der Politik und habt ihr einen politischen Ziehvater oder eine politische Ziehmutter? Oder macht ihr alles so aus Eigenantrieb? Also mein Vorbild, also ein bisschen war das mein Papa. Ich komme ja aus Nordrhein-Westfalen und der war ja lange Jahre Fraktionsvorsitzender im Stadtrat und im Kreistag. Und bei uns wurde immer Politik gelebt. Und ich bin damals halt aufgewachsen mit Genscher und mit Helmut Schmidt. Aber jetzt heutzutage irgendwie so eine Leitfigur habe ich eigentlich gar nicht. Also ich fand immer einen Hans-Dietrich Genscher ausgezeichnet. Ich fand aber auch einen Helmut Schmidt ausgezeichnet. Aber jetzt, nur in der falschen Partei. Weil in der falschen Partei, ja. Aber so jetzt heute, wo ich sagen würde, Mensch, der ist jetzt, der mich so vom Hocker reißt, wüsste ich jetzt nicht. Also mein Vorbild ist Herr Genscher. Der hat vieles erreicht, vieles sehr gut gemacht. Und auch trotz seines hohen Alters, also einfach der Wahnsinn, dass sich der Mann noch so abbemüht und auch versucht, Veranstaltungen zu machen, versucht, junge Leute zu binden an die Freien Demokraten. Das finde ich wahnsinnig schön und das ist schon in gewisser Weise mein persönliches Idol. Ich komme eher aus einfacheren Verhältnissen, da war Politik, natürlich wurde das diskutiert, aber da ging man eher in der Landwirtschaft tatsächlich auf, weil da musste angepackt werden, da hat man nicht mehr so viel Zeit für Politik tatsächlich. Aber wenn Sie mich fragen würden, wer ist mein Vorbild, dann würde ich ihn klar nennen, ja. Also ich komme aus einem sehr sozialdemokratischen Haushalt. Mein Vater hat mich eines gelehrt, zu diskutieren, weil ich habe mit dem damals schon gestritten, wo ich 13, 14 war. Meine Mutter sagte immer, wir fingen immer Sonntagnachmittag nach dem Mittagessen, fingen wir immer an zu diskutieren. Und meine Mutter sagte, dann könnt ihr nicht endlich aufhören. Aber mich hat dann tatsächlich zur FDP jemand gebracht, das war auch bezeichnend, wenn ihr jetzt Hans-Dietrich Genscher sagt. Ich bin in der Zeit des Hard Rock, Deep Purple, groß geworden und dann steht da jemand auf einmal und singt Hoch auf dem gelben Wagen. Ich fand es toll, ich fand es mutig und ich habe gesagt, hey, das ist doch cool. Ja? Damals sagten wir noch nicht cool, sondern wir sagten andere Sachen. Das hat mich fasziniert und da fing ich an, mich mit der FDP auseinanderzusetzen und siehe da, ich saß in der Mensa und damals war gerade eine Bundestagswahl gewesen und man spricht ja nicht darüber, was man wählt. Ja? Und wir saßen da so am Tisch in der Mensa und alle so beisammen und dann sagte einer, ich habe FDP gewählt. Was sage ich? Ich auch. Der Nächste, ich auch. Ja, warum hast du FDP gewählt? Hey, dieser Scheel mit dem Hoch auf dem gelben Wagen, das ist einfach gut. Aber es hatte das, dass sich die Leute anfingen, damit auseinanderzusetzen. Die haben nämlich die Person hinterfragt. Ja? Und wenn jemand so viel Mut hat, und das hat ja was auch mit FDP zu tun, mutig zu sein, diese etwas unbequemen Wahrheiten auch draußen zu transportieren. Und das hat mich schon sehr geprägt. Und euch hat jemand andere an die FDP geholt. Ich fing mich damals damit an, auseinanderzusetzen. Damals gab es noch keine Jugendorganisation. Die CSU wollte mich dann immer holen. Das habe ich immer abgelehnt. Bis dann also tatsächlich ich dann eben 94 gesagt habe, so und jetzt wähle ich nicht euch nur, sondern ich trete auch ein. Ich hätte noch ein paar Sachen, aber ich möchte jetzt eigentlich ein bisschen gerne in das Publikum geben, dass Sie vielleicht Ihre Fragen loswerden, weil wir haben ja doch auch schon gewisse Scheuklappen. Und jetzt, wir haben ein Mikrofon, wir haben ein Saalmikrofon, feuerfrei, was haben Sie an uns für Fragen? Was sollen wir Ihnen alles für Geheimnisse anvertrauen und beantworten? Britta Hundesrügge, wir haben bis jetzt immer darüber geredet, was so die Probleme der Frauen in der Politik sind oder sein könnten. Gab es auch mal Vorteile, die man hatte als Frau? Sehr spannend, sehr interessant. Also der Vorteil ist, dass du viel, viel schneller wahrgenommen wirst. Wenn ich in Herzogenaurach Pressekonferenz mache und einlade, kommt die Presse immer. Bei den anderen Parteien, wenn die Männer einladen, seltener. Wahrscheinlich liegt es an der Partei, ja, aber ich muss sagen, als Frau, also
ich bin froh, Frau zu sein und in der Politik zu sein. Und ich sehe da mehr, für mich mehr Vorteile als Nachteile. Also auf der einen Seite natürlich, kommt immer darauf an, das Erscheinungsbild, aber mit dem mag man sich als Frau und als erfolgreiche Frau weniger unbedingt nach außen das erste Zeichen sein. Also ich denke, dass es auch ein gutes Thema ist, nämlich das Thema Mitglieder. Also ich bin in den Kreisverband eingetreten, habe relativ schnell das Thema Mitgliedsverwaltung, Geburtstagskarten, Jubiläumskarten, Weihnachtskarten, Osterkarten schreiben bekommen. Und ich muss sagen, es ist für mich keine Aufgabe. Ich mache es wirklich, weil es mir Spaß macht. Ich mache es wirklich, weil mir das Miteinander Spaß macht. Ich gehe gern auf die Menschen zu und ich arbeite gern mit den Menschen. Und das ist, auch, glaube ich, auch ein Thema, das bedeutet nicht unbedingt, dass es eine Frau besser kann. Es liegt immer an der Person. Aber wenn Sie mich persönlich fragen würden, wäre das ein Thema, was ich schon als mein Thema sehen würde. Darf ich noch was sagen? Noch ein Vorteil. Als wir im Wahlkampf waren, habe ich gesagt, Herzogenaurach, schöne Stadt, Firmen, toller Mittelstand. Dann habe ich den Rainer Brüderle angerufen, damals in Berlin. Dann ist der Rainer Brüderle nach Herzogenaurach gekommen, hat mir eine super Veranstaltung abgehalten. Letztes Jahr im Wahlkampf 2008 habe ich den Christian Lindner in Berlin getroffen. Ich habe gesagt, Christian, wir brauchen dich. Dann war der Christian Lindner da. Und dann hat er gesagt, bei uns auf der Bühne stehen, dann hat er gesagt, naja, wenn die Britta fragt, da kann ich ja nicht Nein sagen. Und das war jetzt der Vorteil, weil man Frau ist. Ja, das gebe ich zu. Das ist, in dem Moment gibt es einen Vorteil. Das hat mit der Presse zu tun, dass man zumindest vorkommt. Wir haben ja ein Problem, die politischen Inhalte zu transportieren. Da kannst du Pressemeldungen, ich habe in meinem Wahlkampf Pressemeldungen abgesetzt jeden Tag, das hat kein Mensch gebracht. Aber wenn ich irgendwo aufgetreten bin, hatte ich eine Kamera. Also das muss ich gestehen. Also ich weiß auch nicht, die Presse, die habe ich irgendwie, die finden das gut. Also zumindest im Landkreis Landshut, aber auch in Niederbayern. Wenn ich da als Pressesprecherin einen Artikel abgebe, dann wird der meist gedruckt. Es ist nur noch die Frage der Größe und mit Bild. Aber das Thema wird aufgegriffen. Und vielleicht ist es auch ein Thema, dass wir Frauen dann nochmal nachrufen. Also ein Mann wird sagen, nochmal hinterherrufen, wenn sie es schon nicht bringen. Wir sagen, Mensch, das war jetzt noch nicht drin, jetzt muss ich doch mal nachfragen, was hat jetzt eigentlich nicht gepasst? Wie können wir den Artikel beim nächsten Mal reinbringen? Und dann spätestens sagen sie, Mensch, Frau Bauer, das war nur noch nicht das richtige Thema, aber wir bringen den schon noch. Und das Thema Presse, es ist schon auch was, die anspringen. Aber ja, gut, dem naja, ist halt so. Zu meiner Zeit war das halt so damals, dass die Presse tatsächlich von uns nichts gebracht hat und ich meinen Vorteil jetzt mal genutzt habe. Ich merkte das irgendwann, dass natürlich dann auch mal in der Zeitung stand, die Schöne von der FDP. Dann habe ich mir gedacht, da kommt zumindest FDP vor. Ja? Ein Bild dabei und ein Stück Werbung. Sage ich, den Vorteil muss ich nutzen. Ich hatte dann natürlich auch die Möglichkeit, eine Botschaft abzusetzen. Weil dieser Chefredakteur von München TV, der mich da so hart angepackt hat, ich merkte dann, dass ich jede Woche ein Kamerateam im Rathaus hatte. Ich habe jede Woche eine politische Botschaft abgesetzt. Und die waren einmal bei mir im Sommer. Draußen war es knalleheiß, es waren Pfingstferien, ich war trotzdem da drin. Und dann kommen die zwei Mädels da rein und sagten, ja, wir wollen bei Ihnen jetzt auch mal was machen. Was machen Sie denn so, wenn es so warm ist in diesem Büro? Das ist ja das heißeste Büro, was es hier im Rathaus überhaupt gibt. Naja, wir kommen jetzt zu Ihnen, weil unser Chef sieht Sie so gerne. Da wusste ich es. Da dachte ich, ha, so. Und dann hast du die Möglichkeit, und das ist der Vorteil. Es ist blöd, dass man in so eine Schublade geschickt wird, ja, so attraktiv und so. Aber dann musst du es nutzen, um eine politische Botschaft zu senden. Und das ist mir damals gelungen, und das war der Vorteil. Und ich gebe eines zu, ich hatte auch einen Vorteil, ich habe mich erkämpft in diesen Ausschuss für Arbeit und Wirtschaft, der mit einer ganz harten Sache zu tun hat, nämlich mit dem Oktoberfest. Ja, geh du da mal als Frau in dem Bereich, die dann tatsächlich Oktoberfest machen, eigentlich nur Kollegen, nur männliche Kollegen. Und ich habe mir da nichts dabei gedacht, ich bin da hinmarschiert und dann lächeln sie, ne? Dann sagt dann der Wirt, ich spreche mein Mädel, gell?
So. Bis dann irgendwann der Hermann Memmel von der SPD sagt, ist schon gefährlich. Ich hatte am Anfang den guten Einstieg, weil sie mich alle da als Mädel im Dirndl saßen und so. Und ich habe immer schön zugehört, aber ich habe dann auch sehr genau gewusst, wie ich zu argumentieren habe. Und der Hermann Memmel sagte dann irgendwann mal, ich weiß nicht, wie sie es macht. Wenn ich komme, ist sie schon da. Das war das größte Kompliment, das ich von einem SPDler je bekommen habe. Aber dann auch nicht nur da sein, sondern dann auch versuchen, kompetent oder überhaupt kompetent und authentisch zu sein. Authentisch ist für mich wahnsinnig wichtig, weil nur dann wirst du glaubwürdig und dann nehmen sie dich ernst. Und heute nehmen sie mich ernst. Wenn heute etwas zu entscheiden ist, ich habe nicht die entscheidende Stimme. Trotzdem rufen sie mich als erstes an. Und das kam auch durch den Vorteil als Frau. Das ist manchmal so, Männer weghören so, wenn dann die Frauen ein bisschen bedürftig sind. Rudolf Mooshammer sagte das zu mir 2002. Der hat mit mir getanzt, der kam also auf den Ball und dann sagt er zu mir, ich tanze sonst nie, aber mit Ihnen tanze ich jetzt. Passen Sie auf. Sie müssen immer so ein bisschen die Frau sein, die Beschützerinstinkt weckt. Was glauben Sie, wie die Männer das mögen? Und sagt er, und dann sagen Sie, was Sie denken. Und sagt er, und dann haben Sie den Einstieg gefunden. Das war, ist manchmal nicht leicht, weil man ja auch das nicht will, weil man ja wirklich jemand ist, der schon immer gekämpft hat, also ich schon immer, mein Vater sagte zu mir, immer gegen den Strom, ja klar, wenn ich was durchsetzen will, muss ich gegen den Strom schwimmen. Aber das war's dann. Ne? Ja. Weitere Fragen hier? Ja, Thomas von Nissrücke, mal eine gewisse Provokation. Warum schlagen Frauen so viele Angebote für Fach- und Führungskräfte aus? Warum nehmen Sie sie nicht wahr? Hintergrund, ich bin in der Personalberatung tätig, besetze Fach- und Führungskräfte. Beispiel Medizin, es gibt Studiengänge, die sind frauendämoniert. Und wenn es nachher in die Chefarztposition kommt, dann schlagen 4 von 5 Frauen aus und sagen, will ich nicht. Kann ich nicht, möchte ich nicht und der Mann sitzt nachher wieder oben. Warum werden sozusagen diese Chancen nicht wahrgenommen? Ich verstehe es zum Teil nicht. Das ist jetzt eine Verallgemeinerung, also es wird schwierig, die Frage zu beantworten, weil es hängt aber immer ein Stück weit an der Frau. Es ist immer die einzelne Person, die entscheidet über ihr Leben. Also ich würde nicht sagen, dass eine Frau bewusst Führungspositionen ablehnt. Es ist wirklich viele Bereiche, Führungskräfte, man spricht dezidiert Frauen an, weil auch dezidiert Frauen gewünscht werden. Und ich kriege immer nachher ist es wieder der Mann. Also, vielleicht greifen Männer eher zu, ich weiß es nicht, aber das ist wirklich so, warum nimmt es hier die Chance nicht wahr? Also ich glaube, dass viele Frauen sich nicht trauen. Die wissen, dass sie fachlich gut sind, dass sie auf ihrem Gebiet die Kompetenz haben, aber vielleicht so weit oben in diese ganzen alten Seilschaften, die ja noch bestehen, weil im Moment die ganzen Firmen überwiegend sind ja noch als Seilschaften, wo die Herren oben stehen. Und ich glaube, die Frauen trauen sich nicht. Obwohl sie wissen, dass sie fachlich gut sind, haben sie irgendwie doch Angst, diesen letzten Step zu gehen. Und dann gebe ich ihnen recht, Männer greifen sofort zu. Eine Frau überlegt 3 Nächte und sagt, bin ich so gut? Erfülle ich die ganzen Anforderungen? Traue ich mir das zu? Wo liegen die Vorteile? Wo liegen die Nachteile? Ein Mann sagt, super, da kann ich Chefarzt werden? Mache ich sofort. Und das ist, glaube ich, auch eine Denke, die über die Jahre irgendwo gewachsen ist und da müssen die Frauen einfach auch raus aus dieser Schublade. Die müssen sagen, okay, ich bin fachlich so gut und alles andere kann ich mir aneignen, wenn ich dann in dieser Position bin. Das ist meine Meinung. Ich glaube auch, dass es schon so ist, dass Frauen sehr viel mehr überlegen. Ein Mann sagt, ich kann das. Ich kann das. Der ist überzeugt von sich selber. Und eine Frau ist ehrlich in der Selbstreflexion. Die sagt, was könnte da alles passieren? Ja? Dann lass sie nochmal einen erfolgreichen Mann haben, lass da Familie sein, wo sie jetzt das Management alles so gerade unter einen Hut kriegt, in irgendeiner Form. Und dann kommt das, und dann kommt der Familienrat. Und das ist auch heute noch oft so, ich höre das immer wieder, wo dann im Prinzip die Frau, obwohl sie es eigentlich könnte, gerade wenn die Kinder kleiner sind, einen Rückzieher machen muss. Das ist nicht richtig. Das ist falsch. Und da muss auch noch eine ganze Menge an dem Selbstbewusstsein der Frau gearbeitet werden, die auch in der Familie oftmals sagen muss, nee, jetzt, das ist so eine Chance für mich, das will ich jetzt machen. Wir versuchen das jetzt einfach auf die Reihe zu kriegen.
Ich weiß, dass das so ist. Ich höre das an allen Ecken und Enden. Und das ist ein schwieriges Problem. Und darum hatte ich das vorher gesagt, wie das mit den Rahmenbedingungen ist und wie es mit der Erziehung ist. Ja? Mit der Erziehung. Und ich glaube, dass es nicht nur, es liegt auch an den Eltern, ganz klar, wie Kinder geprägt sind, wie vorgelebt wird. Aber ich glaube, dass ein Stück weit in der Bildungspolitik was getan werden muss. Weil mir heute Jugendliche sagen, wir hatten einen Bildungskongress in München. Da standen junge Menschen auf der Bühne und da sagt der eine, so, ich gehe jetzt raus ins Leben. Ich weiß nicht, was Versicherungen sind, wie ich mein Bankkonto mache, wie ich die Miete und so weiter alles machen muss. Sagt sie, aber ich kann dafür ein Gedicht genau interpretieren und das in 4 Sprachen. Und das hat wieder aufgezeigt, dass die Lebensfernheit auf der anderen Seite schon auch noch in der Schule unterstützt wird. Und ich glaube, wenn man da etwas mehr darauf einwirken würde, sie auch mehr ans Leben ranzuführen, sie dadurch auch zu stärken, die Buben und die Mädel, gleichermaßen, dass auch dann langsam vielleicht dieses Umdenken im Kopf hinkommt, dass eine Frau von sich selber aus sagt, ja klar, wie ein Mann, klar kann ich das. So, und jetzt diskutieren wir hier am Tisch zu Hause, so wird es gemacht. Ich habe das übrigens auch so gemacht. Sage dazu, dass meine Ehe dabei flöten gegangen ist, weil der Mann es nicht ausgehalten hat. Das kommt noch mit dazu. Unterschätzen Sie das bitte nicht. Mein Mann hat es nicht verkraftet. Und ich habe nicht aufgehört, weil ich das einfach wollte. Weil ich bin so überzeugt von dem Liberalismus und von dem, dass ich etwas bewirken kann. Und darum wollte ich es auch immer hier vor Ort tun, weil das ist ein Stück, ich lerne meine Stadt aus einem neuen Blickwinkel kennen. Ich kann hier etwas gestalten, ich sehe es. Ja? Wenn ich bei einem Wettbewerb bin, wenn ein Neubaugebiet entsteht, ja, und ich sehe, wie das wächst oder was ich selber mit beschlossen habe. Ich kann Mehrheiten suchen, ich kann gestalten, tatsächlich. Vor Ort. Und so ist es auch in einem Beruf. Da gehört ein ganzes Stück Selbstbewusstsein dazu. Ich sage dazu, wenn eine Ehe an sowas scheitert, war das nicht der einzige Grund. Ja? Aber in dem Moment habe ich gesagt, und das kommt dann oftmals, wo man sagt, das ist so eine männliche Entscheidung, so, ja? Und diese Kälte und die Härte, die da kommt, ich habe gesagt, ich gehe diesen Weg weiter, weil ich habe mir diesen Weg auch hart erkämpft. Ich habe mir diese Positionen hart erkämpft. Ich bin durch so viele Täler gegangen und habe mich nie unterkriegen lassen. Und das ist oftmals für viele dann eine harte Sache. Lukas Köhler, Landesvorsitzender Jungen Liberalen. Ich habe 2 Fragen, eine jetzt die erste an die Moderatorin. Ich weiß, normalerweise fragt man nur die Diskutanten, weil das sind ja die, aber ich frage jetzt trotzdem mal auch. Sie hatten, Frau Neff, ja eben das Thema Thematik in der Partei nochmal aufgebracht und gesagt, es gibt scheinbar Frauenthemen oder es sind gefühlte Frauenthemen wie Bildung, Sport, Soziales. Jetzt sitzen hier ja 3 und dann war, und die Antwort fand ich gut, ist nochmal auf die emotionale, also die Themen, die wir vertreten, auf emotionale Ebene, auf andere Ebene zu vertreten, fand ich völlig richtig. Aber man kann natürlich die Frage ein bisschen erweitern und sagen, jetzt sitzen hier 3 Frauen, die von sich sagen, sie sind Wirtschaftspolitikerin, die im Großen und Ganzen alle sagen, ich mache Wirtschaftspolitik. Fehlt es der FDP an Frauenthemen? Müssen wir mehr von diesen Frauenthemen setzen? Macht es überhaupt Sinn? Gibt es so Themen, wo wir sagen irgendwie, wir müssen ein breiteres Spektrum abbilden, wir müssen mehr Vorbilder haben. Das ist die erste Frage. Die zweite, die geht eher an die Diskutantin. Das ist die Frage nach den Netzwerken. Also wir haben eben ja darüber gesprochen, dass wir mehr Frauennetzwerke brauchen. Jetzt ist es so, die Seilschaften wurden immer mal wieder erwähnt, aber Seilschaften ist ja nichts, was einem Mann jetzt genetisch angeboren ist. Ein Mann ist ja nicht automatisch in der Seilschaft, weil er geboren ist, vielleicht manche, aber die wenigsten. Ja. Und gerade diese Seilschaften sind bei Männern nicht institutionalisiert. Wenn wir jetzt darüber reden, dass wir Frauen institutionalisierte Seilschaften, für Frauen institutionalisierte Seilschaften aufbauen müssen, weiß ich nicht, ob das der richtige Weg ist. Mich würde interessieren, was Sie davon halten. So, kommen wir zu den Frauenthemen. Genau das, ich hatte es eigentlich anders gemeint. Ich sehe den Querschnitt im Stadtrat, dass bei diesen weichen, sogenannten weichen Themen eben die Fraktionen die Frauen reinschicken.
Bei uns ist es nicht so. Ich bin im Bildungsausschuss. Bei uns machen diese anderen Themen alle die Männer. Und darum glaube ich auch nicht, dass wir in der Partei das in irgendwelche Frauenthemen oder so katalogisieren müssen oder dass wir das erweitern müssen. Frauen sind genauso gut wie Männer. Frauen sind heute genauso gut ausgebildet wie Männer und die haben auch was zu sagen, und zwar in allen Themen, ob das in der Finanzpolitik ist, in der Wirtschaftspolitik und natürlich auch in der Sozialpolitik. Die Geschichte hat halt einfach hervorgebracht über all die Jahre, dass es gewisse Berufe gibt, die nun mal stark frequentiert von Frauen sind und auf der anderen Seite stark frequentiert von Männern. Und das, hoffe ich, löst sich jetzt langsam, das mischt sich ja auch immer mehr. Und darum brauchen wir in der Partei keine extren Frauenthemen. Das hatte ich auch nicht damit gemeint. Ich habe nur gesagt, gehen Sie in den Stadtrat rein, in eine Sitzung, in den Sozialausschuss, was sehen Sie? 90% Frauen. Und davon will ich ja auch weg. Weil jeder hat eine Kompetenz. Und das ist so geschichtlich geprägt mit diesem Sozialthema, dass das überwiegend bei Frauen ansässig ist. Und das ist es eben nicht. Also ich wollte dazu sagen, eine Partei braucht Themen. Und die Themen müssen gut strukturiert sein und dann gibt es Leute, die die Themen behandeln. Aber es gibt keine Frauenthemen in meinen Augen, keine Männerthemen. Eine Frau kann jedes Thema bearbeiten, ein Mann kann jedes Thema bearbeiten. Das zur Frage 1. Wichtig ist für mich halt nur, kompetent muss es bearbeitet werden. Und zur Frage 2, ob man Netzwerke nur für Frauen braucht, nein. Netzwerke ist mittlerweile das halbe Leben. Jeder braucht ein Netzwerk. Und ich habe mir halt in meinen 50 Jahren gute Netzwerke aufgebaut, darunter auch den Sonntagclub, das ein Netzwerk, wo halt nur Frauen sind. Und wenn meine Kinder jetzt im Urlaub nach England wollen, dann gucke ich Sonntagclub London, dann rufe ich die Präsidentin an, sage, mein Kind möchte gerne 3 Wochen nach England. Kannst du mir eine Familie empfehlen, wo mein Kind gut aufgehoben ist und welchen Sprachkurs? Das sind Netzwerke, zufällig jetzt Frauen untereinander. Aber ob das jetzt früher die Wirtschaftsjunioren waren, als ich noch im Rheinland war, oder berufliche Netzwerke, das ist ganz egal. Hauptsache, man verfügt über diese Netzwerke. Aber Netzwerke nur für Frauen ist der falsche Weg. Wir wollen ja nicht immer in diese Frauenkiste. Wir wollen weder die sein mit den ewig emotionalen und sozialen Themen, wir wollen aber auch nicht die Quotenfrau sein. Wir wollen einfach ernst genommen werden, aufgrund unserer Leistung, aufgrund unserer Kompetenz und aufgrund unseres Einsatzes. Und dazu gehört Netzwerk. Also Lukas, ich würde auch sagen, es braucht nicht extra Netzwerke für Frauen oder für Männer. Gemeinsam, das Netzwerk gemeinsam gestalten, das ist der richtige Weg. In großen Unternehmen, ich sage es jetzt immer wieder, weil einfach Unternehmen und Wirtschaft stark mit Politik zusammenhängt, ist auch das ganze Leben, ähnlich wie die Politik, ein Netzwerk. Den Vorteil, was man hat als Mann, dass man schneller mal eintrinken gehen kann. Wenn ihr jetzt wenn eine Frau mit einem Mann eintrinken geht, gleich mal wieder im Endeffekt die Gerüchteküche brodelt. Was läuft denn da? Das ist das eine. Das ist das eine Thema. Und das weitere Thema ist, ich würde auch sagen, Netzwerke wachsen mit dem Alter und mit der Erfahrung. Netzwerke können wesentlich größer sein, wenn ich erfahrener bin, als wie wenn ich vielleicht nur am Anfang stehe. Nichtsdestotrotz, ein Netzwerk bedeutet miteinander, Mann und Frau gestalten ein Netzwerk und das ist der richtige Weg. Und das sollte man auch so belassen. Alles andere geht wieder Richtung Quote und so weiter und dem wollen wir Liberale uns definitiv nicht annehmen. Deshalb sehr gute Frage, Lukas. Aber zu dem Thema mit dem Mann einen trinken gehen und Gerüchte, das kennen wir, aber das erledigt sich von selbst, weil man muss halt immer die Gegenfrage stellen, was will ich mit so vielen Männern? Ja, also das kann ich gar nicht helfen. So viel, nein, das gibt sich mit der Zeit. Das kommt immer wieder und ich finde es schon gut, wenn man dann einen trinken geht. Man löst auch viele Sachen bilateral bei solchen Gesprächen bei einem Bier. Ich sehe das ja auch in der Politik, das machen wir ja auch. Ne? Da setzt du dich hinterher halt einfach irgendwo zusammen und bequatscht es halt und dann sagt einer, womit können Sie denn überhaupt leben? Ja? Dass man einen Änderungsantrag zum Beispiel durchbringt. Also, das funktioniert. Mein Name ist Werner. Mich täte jetzt aber schon mal interessieren, ob Sie wie Ihre für welche Inhalte Sie politisch stehen. Sie haben das sehr abstrakt jetzt abgehandelt aus meiner Sicht. Mich hat neulich der Herr Lindner sehr geschockt, als er sagte,
Er will weiterhin für Weltoffenheit und Toleranz eintreten. Und wenn ich die Integrationspolitik bei uns anschaue und ihre Folgen, dann sehe ich die als katastrophal an. Wie sehen Sie dieses Thema Integration? Integration ist sehr wichtig, ist ein wichtiges Thema. Und wenn ich jetzt mal auf meinen Landkreis oder auf unseren Landkreis bezogen spreche, also wir hatten in Zirndorf das Auffanglager jetzt in der Zeit, Zirndorf war komplett überlastet, dann musste der Landkreis kurzfristig ad hoc ein Auffanglager zur Verfügung stellen. Das war dann in Herzogenaurach, da hat man die riesige Turnhalle der Berufsschule und die Räumlichkeiten hat man genommen. Und dann haben wir überlegt, okay, wie gehen wir jetzt damit um? Mitten im Wohngebiet. Und dann haben wir Veranstaltungen gemacht, haben die ganzen Nachbarn eingeladen, haben gesagt, das ist wichtig und richtig und so weiter, haben die Leute sensibilisiert. Integration ist wichtig und wir müssen den Leuten helfen. Und ganz wichtig finde ich auch, integrieren, also wir haben zum Beispiel in Herzogenaurach auch, haben wir Westthrazien-Türken, 700. Vom Pass her sind die Griechen und die wohnen in Herzogenaurach, alle natürlich wahlberechtigt, super integriert. Die haben eigene Unternehmen gegründet und das ist ein Profit für uns jetzt in Herzogenaurach. Und Integration, die Leute integrieren, ist wichtig, human, menschlich, aber auch wirtschaftlich, finde ich sehr, sehr sinnvoll, weil viele kommen, die gut ausgebildet sind und, die uns dann in unserer Wirtschaft auch wieder unter die Arme greifen können. Weltoffenheit und Integration, ja, mit dem richtigen Maß. Ja. Toleranz, aber nicht hier, also, aber auch zum Beispiel, wenn ich jetzt sehe, jetzt kommen ganz viele aus dem Kosovo. Das sind in meinen Augen jetzt keine Flüchtlinge, wie zum Beispiel diese ganzen Menschen aus Syrien, die wir da gehabt haben, aus Kriegsgebieten. Man muss schon sehr wohl abwägen, dass nicht, sagen wir mal, Deutschland zum Auffanglager für alles wird. Aber Integration ist wichtig und Weltoffenheit und Toleranz, aber mit dem richtigen Maß. Also dass das jetzt so krass ist, wie Sie das erzählen, habe ich nicht, nee, so habe ich das nicht auf dem Schirm. Ich kann nur sagen, bei uns jetzt in Mittelfranken läuft es sehr gut mit der Integration. Ob das jetzt im Nürnberger Bereich ist, ob das im Erlanger Raum ist, da werden die Leute, das ist ein Miteinander und da sind die Leute dankbar, dass sie bei uns sein dürfen. Und solche Fälle, wie Sie die jetzt geschildert haben, also das, davon weiß ich jetzt nichts. Ja, also auch für mich ist Integration ein sehr wichtiges Thema, denn um eine fortschrittliche Gesellschaft gestalten zu können, müssen wir als eher reicheres Industrieland durchaus Menschen aufnehmen, denen es schlechter geht. Das ist ja auch das Thema Liberalismus, das sagt der eigentlich auch aus. Was ich Ihnen natürlich recht gebe, ist, dass zwischen den zahlreichen Chancen und der Toleranz, die wir haben sollten, auch ein schmaler Grat ist zwischen zu viel. Und da gebe ich meiner Vorrednerin recht, gerade mit den Wirtschaftsflüchtlingen, die es versuchen auszunutzen und somit praktisch die Plätze einzunehmen, die den Leuten zustehen, die tatsächlich Flüchtlinge, die tatsächlich im Krieg leben und derzeit keine Zufluchtsstätte bekommen, stattdessen in ganz Europa von Land zu Land geschickt werden, um vielleicht eine mögliche Heimat zu finden oder eine übergangsweise Heimat zu finden, weil Heimat ist nur dort, wo man tatsächlich geboren ist und man kann sich überall einleben, aber Heimat ist dort, wo man herkommt, die Herkunft. Also nur ganz kurz als Anmerkung, für mich die größte Problematik stellt sich bei den unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen, die wir zuhauf haben. Wir sind ja in München, sind das Erstaufnahmelager und wird er verteilt nach dem Königsberger Schlüssel. Und da müssen wir was tun und das tun wir auch. Wir haben hier Initiativen gegründet mit der Handwerkskammer und der Industrie- und Handelskammer, dass die Leute in Firmen integriert werden, die jungen Menschen, die lernen sehr schnell Deutsch. Ich sehe das auch in Übergangsklassen, also in den Einführungsklassen in den Schulen, wo ich oft bin. Die können innerhalb von 2-3 Tagen schon die ersten Sätze sprechen, also die wollen auch. Und die bringen wir hier auch in die Ausbildung und das ist die beste Integration, wenn ich denen eine Ausbildung gebe und wenn die sich hier einleben können, die Sprache zu lernen,
und dann einen Beruf zu erlernen. Das halte ich für sehr, sehr wichtig. Und da ziehen wir auch alle an einem Strang. Daniel Föst, ich muss kurz nochmal zu den Frauen in der Politik zu dem Thema zurück. Ich bin der absoluten Meinung, wir brauchen mehr Frauen in der Politik, weil unsere ganzen Parlamente entwickeln sich ja, demografisch in genau eine Richtung, männlich, älter, Beamter oder Jurist. Also da gibt es eine grundsätzliche Schieflage. Gute Nachricht ist, der Anteil der Frauen in den Mitgliedschaften der Parteien steigt seit 10 Jahren beständig. Ich habe aber ein Erkenntnisproblem und da brauche ich bitte nochmal eure Hilfe. Fakt ist, dass der Anteil der weiblichen Mitglieder bei SPD, Grünen und Linken mit Abstand am höchsten ist, bis zu 40%. Das sind jetzt die Parteien, die stark auf soziale Themen setzen oder eine Frauenquote haben. Bei FDP und CDU ist sie zwar steigend, aber touchiert nicht mal die 30%-Marke. CSU braucht man gar nicht drüber reden, mit dem Frauenbild halte ich die Partei auch sehr unattraktiv fürs weibliche Geschlecht. Liegt jetzt doch an den Themen? Liegt es doch an der Frauenquote? Kann ich da irgendwas rauslesen? Und was mich wirklich sehr interessieren würde, Sie alle sind durch unterschiedliche oder aus unterschiedlichen Gründen in die Politik gekommen. Müssen wir stärker Integrationsfiguren für Frauen in den Vordergrund stellen? Können wir als Partei attraktiver werden für Frauen? Es macht, das ist jetzt der Eigennutz, man verzeiht mir das, deutlich mehr Spaß, wenn ja, die ganze Mitgliedschaft heterogener ist und der Überlebensnotwendigkeit für die FDP entsprechend unserer Mitgliedschaft werden wir auch völlig unterdurchschnittlich von Frauen gewählt. Das ist, wenn wir freiwillig auf 50% der Wahlberechtigten verzichten können, eine akzeptable Strategie. Ich halte das für gefährlich. Deswegen bitte, was kann die Partei tun? Brauchen Frauen besondere Integrationsfiguren? Wäre das ein Weg? Wie gehen wir mit den Thematiken um? Also ich glaube nicht, dass Frauen besondere Integrationsfiguren brauchen oder dass Frauen jetzt irgendwie besondere Themen brauchen. Ich glaube einfach, eine Partei muss Themen haben, die die Leute ansprechen und die haben wir ja. Aber die müssen gut verkauft werden. Und dann braucht auch die Partei, braucht dann Leute in den einzelnen Bezirken und natürlich auch im Vorstand, die andere Leute begeistern können und die Leute mitnehmen können. Und gerade vor Ort, weil in meinen Augen der ganze Aufbau, da habe ich mit Christian Lindner lange drüber diskutiert, letztes Jahr in Berlin, der ganze Aufbau kann eigentlich nur von unten wiederkommen. Du brauchst an der Basis, brauchst du Leute, die einfach die Leute, die Bürger begeistern. Also wir machen zum Beispiel in Herzogenaurach, machen wir so alle 6 Wochen, machen wir Veranstaltungen, da habe ich jetzt demnächst wieder den Carsten Klein als Redner da, der redet mir dann über Steuerpolitik, über Finanzpolitik. Da kommen die Leute hin, das sind zum Teil keine FDPler, aber wenn sie rausgehen, sind das manchmal FDPler. Aber alle sagen immer, Mensch, ihr habt tolle Leute, die Themen verkaufen können. Und so, finde ich, muss es sein. An der Basis klein angefangen, da müssen Leute stehen, die einfach die Themen verkörpern, glaubwürdig, zielgerichtet und die Leute begeistern mit unseren Themen. Aber Frauen brauchen keine Frauenthemen, das ist Quatsch. Also Daniel, natürlich mag es bei den Parteien, die eine Quote haben, auch daran liegen, dass sie die Quote haben, dass sie entsprechendes Ergebnis erzielen. Das sagt ja die Quote aus. Für uns Freie Demokraten sollte es keine Orientierung abgeben, eine Quote einzuführen, sondern wenn, dann geht es darum, dass wir die Themen ergreifen und die Information der Themen richtig transportieren. Das heißt tatsächlich, auf der einen Seite in der Presse, auf der anderen Seite durch Menschen, die das verkörpern, die die Botschaft nach außen tragen. Und auf jeden Fall bedeutet das Basisarbeit. Die Basisarbeit ist die wichtigste Arbeit. Und die Basisarbeit kann nur ganz unten funktionieren. Und ich sage auch, eine Wahl, und deshalb verstehe ich den Christian Lindner ganz gut, wenn er das gesagt hat, eine Wahl kann nur gewonnen werden, wenn ich viele Multiplikatoren habe. Und die Multiplikatoren sind die Mitglieder. Und Themen kann man transportieren, indem die Mitglieder die Themen transportieren. Wenn man bedenkt, dass von Mitgliedern einer Partei nur 10% aktiv sind, dann weiß man, was man tun muss.
wir haben hier in München jetzt Gott sei Dank eine stellvertretende Stadtvorsitzende, die so fleißig ist mit zwei kleinen Kindern, aber auch nur, weil von hinten das zu Hause funktioniert. Es muss an der Basis gearbeitet werden, es ist die Kernerarbeit auch, die dort gemacht werden muss. Da dürfen wir uns das nicht schönreden, es ist Kernerarbeit, dass du Vorstandsarbeit machst und da was und da ein Protokoll und da was organisieren und dieses und jenes. Und dann ist halt die Frage, wie lang ist der Atem von einzelnen Leuten dann auch, ja? Und wie orientieren sie sich dann auch, wie geht es dann weiter? Weil das ist ja mitunter auch kein Spaß. Und da ist es auch wieder wichtig, dass man draußen ist. Wir haben das ja hier auch gehört, wie man das macht, Leute anzusprechen und zu sagen, hey, ich brauche dich. Und das ist, ich glaube, das ist in unserer Partei noch nicht so weit fortgeschritten. Auch die Leute tatsächlich ganz draußen anzusprechen und zu sagen, ich nehme dich jetzt mit. Man darf eines nicht verleugnen, dass oftmals auch Menschen, die in eine Partei eintreten, ob Männer oder Frauen, meinen, wenn sie da reinkommen, sind sie sofort in irgendeinem Mandat. Das ist es eben nicht. Auch da ist der Prozess der Aufstellung und des Ganzen halt mit einfach zu leisten und in der Partei auch sich der Partei zu stellen, hat auch damit zu tun, auch in der Partei ein gewisses Vertrauen schon erreicht zu haben durch andere Arbeiten. Das ist nun mal einfach so. Und ich will keine reinen weiblichen Themen, weil wir haben ja vorher auch gesagt, wir wollen keine Quote, wir wollen gewählt werden, weil wir gut sind und weil wir kompetent sind und nicht, weil wir Frauen sind. Und man kann nur durch, wie wir es auch mit der Familie gesagt haben, wie man Menschen prägt, so können wir es auch selber nur vorleben innerhalb der Partei, dass wir anständig miteinander umgehen und dass man dann auch neue und junge und kompetente Frauen ermutigt, einfach zu kandidieren und sie auch fördert. Ja, das gebe ich zu, aber wenn wir heute gute Frauen auf den Listen haben und die mit ihren Plakaten draußen sind, dann werden sie auch von Frauen gewählt. Und Daniel, Sympathie ist auch noch ein wichtiger Punkt, gerade bei den Kandidaten. Haben wir sympathische Kandidaten, haben wir durchaus definitiv mehr Wählerstimmen. Ob wir jetzt dann überwiegend mehr Männerwählerstimmen haben oder Frauenwählerstimmen, das sollte uns als Freie Demokraten definitiv egal sein. Wichtig sollte nur, wir sollten künftig darauf achten, dass wir definitiv sympathische Kandidaten für die einzelnen Bereiche haben. Nicht nur sympathisch, auch glaubwürdig und die auch dafür stehen, was im Wahlkampf erzählt wird. Das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Also neben der Sympathie authentisch müssen sie sein. Also davon gehe ich aus. Also. Ja, Klaus Breil, der Vorsitzende des Landesfachausschusses Wirtschaft und Technologie, wo ich übrigens eine Stellvertreterin habe und auch noch eine andere Mitstreiterin, die auch hier im Raume ist heute. Und ich würde mich freuen, dass da noch viel mehr mitmachen und ich sehe, dass hier doch auch mehr sind, die sehr viel Wirtschaftssachverstand haben und die sollten einfach zu uns kommen. Bevor ich aber zu meiner eigentlichen Frage komme, mache ich zwei, drei Vorbemerkungen, damit ich nicht in falschen Verdacht falle. Also meine Frau, die ich 1975 kennengelernt habe, war die erste weibliche Prüferin nach dem Studium bei einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, damals Treuarbeit, größte deutsche Prüfungsgesellschaft. In meinem Beruf habe ich die erste vollverantwortliche Fondsmanagerin für globale Aktienfonds gefördert und dazu auch mit ausgebildet. Ich bin mit der ersten Frau geflogen, die verantwortlicher Kapitän eines vierstrahligen Flugzeuges war, schon Ende der 70er Jahre. Und jetzt habe ich übrigens bei der letzten Kommunalwahl dazu beigetragen, dass wir in unserem Kreis Weilheim-Schongau die einzige oberbayerische Landrätin haben. Und das in einer sehr, sehr konservativen Gegend. Herzlichen Glückwunsch. Auf die Frage, auf die ich bitte.
Herzlichen Glückwunsch. Danke. Die ist auch sehr gut und ich arbeite auch sehr gerne und intensiv mit ihr zusammen. Aber die Frage, die ich habe, ist jetzt ein bisschen kritisch. Seitdem aus der Politik der Druck aufgebaut worden ist, dass in der Wirtschaft, in Führungsgremien, vor allen Dingen auch in Vorständen bei DAX-Unternehmen und MDAX-Unternehmen und auch noch kleineren, dass da Frauen unbedingt in die Vorstände und in die Aufsichtsräte müssen. Da ist ja auch viel geschehen. Nur in den letzten Quartalen oder vielleicht sogar ein bis zwei Jahren sind sehr viele, um nicht zu sagen die meisten davon, gescheitert. Und da würde ich gerne von euch mal hören, wie ihr das einschätzt, warum das so ist. Hängt das vielleicht zusammen, dass die sich nicht organisch entwickeln konnten, dass sie nicht genügend Zeit hatten oder dass sie viel zu schnell, ohne, sagen wir mal, in Unternehmen braucht man auch eine gewisse Seniorität, dahin gekommen sind, weil das ist, finde ich, ein enormer Rückschritt. Das ist sehr, sehr bedauernswert. Deshalb würde ich gerne mal eure Meinung dazu hören, wie ihr das einschätzt. Danke. Also zu dem Punkt, jetzt zukünftig auch mehr die Frauenquote in den Aufsichtsräten und so weiter, haben wir ja schon gehabt, bin ich absolut dagegen, geht für mich gar nicht. Finde gut, wenn Frauen in Führungspositionen gekommen sind. Wenn sie dann scheitern, denke ich mal, hat es verschiedene Gründe. Zum einen vielleicht zu schnell, zu hoch gekommen, zu wenig, ich sag mal, Basiswissen oder über die Firmen gehabt. Vielleicht auch zu viel Druck von den, ich sag mal, männlichen Konkurrenten rechts und links, die dann plötzlich sich ganz, ganz eng zusammen hinstellen und Schulterschluss machen, wenn die Frau plötzlich in der Führungsposition ist. Dann, glaube ich, kommt es darauf an, wie alt die Frau ist. Wenn das eine Frau ist, die jetzt, sagen wir mal, auch noch Kinder zu Hause hat, die natürlich dann auch die Doppelbelastung hat, die wir Frauen ja wollen und wo wir auch sagen, das kriegen wir geregelt. Aber ich glaube, Herr Breil, man kann nicht sagen, die scheitern jetzt aus dem Grund, aus dem Grund, aus dem Grund. Ich glaube, das ist in jedem Fall immer ein Mischmasch aus vielen Komponenten. Und ich würde mir wünschen, dass das aber, dieser Rückschritt, wie Sie ihn angesprochen haben, dass das die Unternehmen nicht abschreckt und sagt, wir stellen zukünftig auch in mittelständischen Unternehmen mal Frauen wieder an die Spitze. Denn ich denke, es gibt auch viele, viele Gegenbeispiele, wo Frauen in Führungspositionen sind und DAX-Unternehmen leiten oder in Vorstandspositionen sind, wenn ich an Lufthansa denke, zum Beispiel Finanzvorstand und so weiter. Aber ich glaube, Frauen müssen halt mehr leisten als der Mann und müssen sich in der Männerwelt immer noch durchsetzen. Und wenn wir das hinkriegen, diesen Schritt nach vorne, dann haben wir auch zukünftig viele, viele gute Frauen in mittelständischen und großen Unternehmen. Aber ohne Quotenfrauen zu sein, aufgrund Leistung und Kompetenz. Das ist eigentlich auch schon die Antwort auf Ihre Frage, ja. Die Bemerkung oder die Beobachtung, die Sie machen konnten, ist leider eine Negativfolge aufgrund der Quote. Und eigentlich auch sehr nachteilig für die Einzelschicksale der Frauen, die gescheitert sind. Für gescheiterte Frauen in solchen Ebenen ist es wesentlich schwieriger, danach wieder Fuß zu fassen. Deshalb ist es eigentlich ein Beweis dafür, dass eine Quote in der Wirtschaft einfach nichts zu suchen hat. Und den Frauen, die gescheitert sind, den kann man nur wirklich mit auf den Weg geben, dass selbst die Steine, die sie in den Weg geräumt haben, sie die als Chance sehen und damit Brücken bauen zu neuen Chancen, zu neuen beruflichen Entfaltungen. Wir kommen langsam zum Schluss. Und ich habe an beide Kandidatinnen hier oben auf dem... Also nach meinem Vorschlag, Frau Holzki, würden Sie nicht mehr drankommen. Es sei denn, Sie haben eine ganz, ganz kurze Frage. Ansonsten, ich habe den Teilnehmern versprochen, um 21 Uhr ist Schluss und ich überziehe ganz, ganz ungern. Aber wenn Sie uns versprechen, kurz und knapp und die, vor allem die Referentinnen auch kurz und knapp antworten, dann nehmen wir sie noch mit rein. Dann machen wir es. Aber ne, ich habe versprochen, 21 Uhr ist Schluss. Okay. Herr Breil, also erstmal, mein Name ist Monika Wolski, ich bin Vorsitzende des Landesfachausschusses Familie, Frauen, Senioren, Kinder und Jugend hier in Bayern. Herr Breil, es gibt ein Beispiel von einer Frau in einem Vorstand, die gescheitert ist. Das wollte ich nur ganz kurz sagen auf Ihre Frage.
Eine der ganz, ganz wenigen, die das auch offen in einer Studie beantwortet hat, die Frage, und zwar war das die Brigitte Eder bei Siemens, wo bekannt ist, dass Joe Keser das zur Vorbedingung gemacht hat, dass diese Frau geht. Das weiß man, das ist vielfach dokumentiert worden, das nur mal so als eine Antwort. Aber worum es mir geht, ist, wir haben ja gehört, Sie sind gut vernetzt, Sie haben gute Möglichkeiten, auf der kommunalen und auch auf der Bezirksebene als Frauen politisch zu agieren. Was ich aber immer wieder feststelle, ist, je höher die Positionen sind, sowohl in der Politik, also bis rauf in den Bundestag oder in ganz, ganz vielen anderen Berufsbereichen, an den Universitäten, in den Kliniken und. Die Luft wird immer dünner, also nach oben hin. Da gibt es immer weniger Frauen. Und jetzt gerade also zum Beispiel bei der FDP, und da möchte ich auch auf Daniel Fürst kurz nur eingehen, dass er sagt, wie können wir nach außen attraktiver sein für Frauen? Wenn ich an unsere letzte Bundestagsfraktion denke, wo wenige Frauen öffentlich gesagt haben, dass sie das Betreuungsgeld, das die CSU gefordert hat, für Unsinn hielten. Diese Frauen wurden in der Fraktion nicht ernst genommen, sie wurden abgestraft von einer Fraktionsmehrheit. Und das hat auch Wirkung nach außen. Und wenn eine Frau Suding sich heute hinstellt und sagt, das ist unsinnig, ja, dann frage ich mich doch an dem Beispiel jetzt nur, warum hat nicht die Fraktion das auch vertreten, dass es ein unsinniges politische Forderung ist? Gut, also deshalb wollte ich nur sagen, ganz oft sind Frauen, die wenigen, die es nach oben schaffen bei uns in einer Bundestagsfraktion, sind die sehr, sehr mutigen, aber haben oftmals nicht die Möglichkeit, sich auch mit ihren klugen Erkenntnissen auch durchzusetzen. Das möchte ich auch doch gerne sagen wollen, weil das darf man auch bei der ganzen Diskussion über Frauen in der Politik auch nicht zu klein jetzt nur bewerten. Diese Strukturen. Vollkommen klar, das habe ich versucht vorher auch ein bisschen darzustellen, ja, die Luft nach oben wird immer dünner, man muss sich auch als Frau wehren, darum habe ich auch gesagt, kommt ein Stück weit Veränderung, weil man die Ellenbogen ausfährt, weil man natürlich sich das auch bei den Männern oftmals abschaut, wie die es machen, ja, und das muss man so leben, und unsere Aufgabe ist es, vorzuleben und andere zu motivieren, dass sie auf den gleichen Zug aufspringen. Zum Abschluss habe ich an beide eine Frage. Vision. Welche Vision haben Sie? Meine Vision ist, also beruflich gesehen, natürlich mich nach vorne zu entwickeln, persönlich gesehen auch mich zu entwickeln. Und persönlich gesehen ist ja für mich, habe ich eingangs schon erwähnt, meine Persönlichkeit macht aus, mein Privatleben, mein Berufsleben und mein größtes Hobby, meine Leidenschaft, die Politik. Und welche Chancen die Politik für mich in den nächsten Jahren hat, das Wissen wird sich zeigen. Für mich ist es nur klar, ich möchte Verantwortung übernehmen und wir werden sehen, wie der Weg geht. Also meine persönliche Vision ist, wie bisher, weiter wie bisher, Mitglieder für die FDP zu gewinnen. Das ist für mich die einzige Partei, die überhaupt geht. Dann über die Stärkung der Mitglieder, über die Themen in den einzelnen Kreisverbänden, halt auch dafür zu sorgen und mitzuarbeiten und Verantwortung zu übernehmen, dafür mitzusorgen, dass wir demnächst wieder viel mehr wahrgenommen werden, in Presse und in breiter Öffentlichkeit, dass wir natürlich wieder in den Bundestag einziehen 2017, und dass wir natürlich auch wieder im Landtag in Bayern vertreten sind. Und dafür kämpfe ich. Und dafür nehme ich wirklich vieles in Kauf. Aber das ist mir persönlich wichtig, sich auf Themen zu besinnen, die wir können. Wir müssen das Rad nicht neu erfinden. Einfach unsere Stärken bündeln, nach vorne schauen und einfach sagen, die FDP ist die Partei, ohne die geht es gar nicht. Und das muss man dem Bürger draußen klar machen. Und da möchte ich mitarbeiten. Und die FDP ist unsere Partei. Die FDP ist unsere Partei, ist schon klar. Sonst säßen wir alle nicht hier. Also das ist mein Ziel und meine Vision. Und dafür kämpfe ich. Und dafür brauche ich natürlich auch Unterstützung. Meine Vision ist, dass wir in Kürze es nicht mehr als Sensation
ansehen, wenn eine Frau Bundeskanzlerin ist oder Pilotin einer vierstrahligen Düsenmaschine oder Astronautin oder sonst auch immer, sondern dass es eine Selbstverständlichkeit in dieser Gesellschaft ist, dass Männer und Frauen die gleichen Berufe ausüben. Ich bedanke mich bei euch beiden ganz herzlich für eure Diskussionsbereitschaft, bei Ihnen fürs geduldige Zuhören und auch fürs aktive Teilnehmen. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich bedanke mich nochmal, dass ich eingeladen wurde. Wir haben draußen noch ein paar Getränke, wie das vorher schon angekündigt wurde. Und ich freue mich auf das nächste Mal und jetzt erstmal auf die Gespräche bei einem netten Glas Wein. Vielen Dank. Applaus